Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen zum Telestammtisch, zu einer besonderen Besprechung, zu einem besonderen Film, zu Zack Snyders Justice League. Ich bin der Paul und an meinem Turntable der Gerechtigkeit, nenne ich es einfach mal, begrüße ich zum einen den Andi. Hallo Andi. Du bist der Paul? Hast du gerade gesagt, du bist der Paul? Dann bin ich der Stu. Oh verdammt, ja, ich heiße mit zwei Sachen übrigens Paul, das wissen viele Leute nicht. Das geht ja schon mal gut los. Nee, ich bin der Andi. Guten Abend zusammen. Hallo. Hallo. Der Dominik ist dabei. Hallo. Guten Abend. Und unser Streiter Nummer 1, wenn es um Zack Snyder geht, der Werner. Hallo. Moin, moin. Ja, ihr Lieben, wir durften Justice League, also Zack Snyders Justice League, vorab angucken. Und weil es halt einfach ein 4-Stunden-Film ist, hat es sich ein bisschen herausgezögert, bis wir alle ihn sehen konnten. Jetzt haben wir es aber geschafft und sind hier, um diesen Film zu besprechen. Ich sage vorweg, dieser Podcast wird zweigeteilt sein. Erster Teil ist spoilerfrei, danach kommt aber der absolute Spoiler-Part und zwischen beiden Parts fällen wir ein Fazit. Bevor wir anfangen, mal so ein paar kleine Fragen vorab. Und zwar, wie stehen wir eigentlich zu Zack Snyder und seinen DC-Filmen? Dominik, kurz deine Meinung. Oh, war ja, in aller Kürze. Ja, meine Meinung kann man natürlich auch gerne in den Cast zu Man of Steel, Batman wie Superman und jetzt dann auch demnächst Justice League hören hier beim Telestammtisch. Ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesen Filmen. Ich finde die in manchen Ansätzen interessant und sie sind ein schönes Kontrastprogramm zu Marvel. Das ändert aber nichts daran, dass sie für mich grundlegende Defizite haben und ich auch mit Zack Snyder als Regisseur tatsächlich große, große Probleme habe, was vor allem seine Art des Geschichtenerzählens angeht. Visuell hat der Mann was drauf, aber gerade was so durchaus moralische Anstöße auch angeht in seinen Filmen, habe ich große, große Probleme mit. Okay. Andi, wie stehst du zu Zack Snyders DC-Film? Ja, bei mir ist das alles schon ein bisschen länger her, aber halt auch aus gutem Grund. Also Superman hat mich jetzt ehrlich gesagt nie so richtig interessiert. Ich fand den Film damals ganz okay, also hat, wie gesagt, mich nicht vom Hocker gehauen. Ich hatte aber auch keine großen Erwartungen. Ich war halt leider von Batman vs. Superman, wie Superman, sehr enttäuscht, weil da war ich schon eher gespannt, was sie machen. Und das war ja eigentlich geschenkt. Also ich meine, da gibt es ja großartige Comic-Vorlagen. Aber irgendwie haben sie da, oder eher, viel reingepackt und irgendwie peinliche Entscheidungen da getroffen. Also ich fand den Film wirklich eine große Enttäuschung. Ich habe mir aber bis heute eigentlich vorgenommen, ihn nochmal zu sehen. Und auf einmal kommt dieser Justice League Snyder Cut um die Ecke. Und bevor ich mich versah, durfte ich diesen Screener sehen und habe es nicht geschafft, mir Justice League und Batman wie Superman davor nochmal anzuschauen. Was aber vielleicht ganz gut ist, weil so konnte ich den Film jetzt ganz ohne Vorballast nochmal sehen. Aber ja, es ist auch, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich mag Zack Snyder auf der einen Seite auch aus optischen und ich fand jetzt Watchmen zum Beispiel auch großartig. Aber es ist ja zweischneidiges Schwert. Schwierig, sorry. Werner, ist das für dich auch schwierig oder hast du eine klare Meinung zu Zack Snyders DC-Film? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu dieser ganzen Geschichte, weil ich nämlich grundsätzlich ein großer Fan von Zack Snyder bin, da mir sein Filmstil sehr gefällt. Also wie er bereits gesagt wurde, er hat optisch eine ganze Menge drauf und dementsprechend diese visuelle Seite seiner Filme liebe ich. Und wenn dann halt eben noch die Thematik passt, so wie eben was DC-Filme angeht oder auch 300, dann zündet diese Formel bei mir einfach. Also ich mochte Man of Steel, Batman wie Superman finde ich sogar richtig gut. Der hat mir sehr gefallen, hat mein Fanherz so richtig getroffen, ne? Und ja, das ist so mein Standpunkt zu dieser Geschichte. Okay, ja, mein Standpunkt ist relativ einfach. Man of Steel finde ich ganz furchtbar. Batman wie Superman finde ich okay. Und Zack Snyder allgemein also der Mann weiß halt, wie man Bilder erschafft, das kann man nämlich nehmen. Er ist auch durchaus für mich eine Art Blockbuster-Auteur. Aber wie Dominik schon sagte, ich finde, dass Zack Snyder, gerade wenn er wirklich mit der Geschichte auch zu tun hat, bekleckert er sich nicht gerade mit Ruhm. Ja, das waren jetzt unsere Meinungen zu dem Herrn, Zack Snyder. Und, aber was ich dazu ergänzen kann, also auch wenn ich den Mann teilweise hochproblematisch finde, man muss ihm lassen,
Es ist ein interessanter Regisseur. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Es ist ein Blockbuster-Auteur eigentlich schon. Ne? Das muss man ihm lassen. Ja. Gut, jetzt, wie gesagt, ist es endlich soweit. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Jahre darauf gewartet. Also mit wir, sage ich mal, Werner. dass der Snyder Cut endlich released wird. Werner, kannst du uns eben kurz erklären? Es gibt ja noch diese Kinofassung. Was ist da vorgefallen und wie war The Road to Snyder Cut? Ja, also die Tragödie hat eigentlich damit angefangen, dass BVS sehr schlecht bei den Kritikern ankam und eben auch unter den Zuschauern eine schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda hatte. Und da hat das Studio dann ja, kalte Füße bekommen, hat Zack Snyder beim Dreh von Justice League damals 2016 gesagt, das können wir so nicht machen, wir müssen einen Gang runterschrauben, ein bisschen mehr Farbe bitte reinbringen, ein bisschen mehr Humor und so etwas, ne? Schwarzer Superman ist nicht. Und hat sich da halt eben aktiv in die Produktion eingemischt. Und dann kam es leider so, dass Zack Snyders Tochter Selbstmord begangen hat und er diesbezüglich dann die Postproduktion verlassen hat, nachdem schon alles gedreht war. Also der Film war fertig, es ging nur noch um die Postproduktion. Und ja, da er eben für seine Familie da sein musste und keine Kraft hatte, noch mit dem Studio zu kämpfen bezüglich dem Film, weil die sich ja auch quergestellt haben, hat er gesagt, er zieht sich jetzt zurück, um für seine Familie da zu sein. Und das Studio hat dann ja den Superhelden-Profi schlechthin Josh Whedon reingebracht, um diesen Film fertig zu machen. Und der hat halt mal eben die halbe Version von 2017 neu gedreht fast. Also das, was die 2 Stunden, die wir 2017 im Kino gesehen haben, davon war dann am Ende, wie man sagte, rund 1 Stunde komplett neu von Josh Whedon. Und ich muss zugeben, ich habe das damals auch gemerkt, wo ich im Kino war. Man hat wirklich rausgesehen, rausgehört, dass da 2 Leute an dem Film saßen, was kein stimmiges Gesamtbild ergeben hat, sondern ja, es hat sich gebissen, die Version der beiden. Ja, und es gab ja auch legendäre Fails, wie das bei den Nachdrehs Henry Cavill sich den Schnauzer nicht abrasieren durfte, deswegen musste man den dann digital raus. Also das ist ja eigentlich ein einziger Running Gag, dieser Film. Das finde ich schon ganz gut eigentlich. Also interessant, lustig, weiß nicht. Ja, der Film ist auf einer Meta-Ebene tatsächlich interessant. Da kann man auch gerne in unseren Podcast reinhören, den ich mit Werner und Patrick gemacht habe. Ich finde den Film tatsächlich okay, den Whedon-Cut. Aber ja, gut, die Handlung passt halt auf den Bierdeckel und das ist hier nicht sehr viel anders. Aber inwiefern jetzt diese Schnittfassung einen Unterschied darstellt, das werden wir, glaube ich, hier gemeinsam heute erörtern. Ich hätte noch gerne, also jetzt hat der... Ich muss hier nochmal kurz einspringen, denn ich fand das sehr gut, was Werner gemacht hat, aber wenn ich mich recht erinnere, wir sind noch nicht fertig, ne, mit der Geschichte. Ja, genau. Ich wollte nämlich nachhaken, weil ich musste nämlich heute auch nochmal, oder gestern, glaube ich, war es, jemandem das erklären und ich habe das auch nicht mehr alles zusammengebracht, wie es dann... Hättest du einfach Werner ein Foto mal geben müssen. Also die Sache ging ja dann halt eben auch so weiter, dass die Fans das dann natürlich gemerkt haben, dass das nicht Zack Snyders Vision ist. Ne? Das hat man von dem gesehen, was in den Trailern vorher gezeigt wurde und was am Ende im Film war. Die Tonalität und alles. Die Schauspieler selber haben ja dann auch ihren Senf dazugegeben und haben eben dann über Monate hinweg immer wieder gesagt, ja, die Szene wurde gedreht, ist aber nicht drin. 6 Filme waren anderer. Und Zack Snyder hat dann über ja die nächste Zeit, also Monate, Jahre, regelmäßig Bilder veröffentlicht von seinem Cut. Und die Fans haben halt eben online dann geschrien, Hashtag Release the Snyder Cut. Und das hat sich dann halt eben ja von Ende 2017 bis eben, ja, sogar noch bis heute gezogen. Ne? Also dieser Hashtag ist eigentlich schon fast legendär auf Twitter. Einfach, weil er so laut war, dass das Studio dann 2020 offiziell angekündigt hat, dass der Snyder Cut erscheinen wird. Also beschlossen wurde es schon Ende 2019, wie Zack Snyder dann auch im Nachhinein bestätigt hatte. Aber offiziell angekündigt wurde es dann 2020 im Mai.
Ja, was mich noch interessieren würde, weil ich habe dann nämlich gemeint, dass es da so eine kleine Kontroverse drum ging, gab, dann habe ich das halt ein bisschen erzählt, so ja, er musste da den Dreh verlassen, weil seine Tochter sie umgebracht hat und dann so, ja, das ist doch dann voll nett, habe ich dann entgegnet bekommen, so ist doch voll schön, dass er das dann machen darf und so und dann so, ja, ja, aber die Kontroverse war jetzt auch eher wegen den Fans und so und wegen dieser, ich konnte das aber nicht mehr so richtig zusammenfassen, was es da jetzt hat, warum sich da alle so drüber aufgeregt haben, es hat halt, glaube ich, teilweise ein bisschen crazy Züge angenommen, oder? Du meinst die ganze Fangeschichte, die Fans? Ja, ja, genau. Ja gut, ich sag's mal so, diese Züge von denen fand ich eigentlich einfach eher Leidenschaft. Also die haben Plakate ausgedruckt bei irgendwelchen Events, haben Werbeplakate gemietet und so etwas, haben für AFSP, also suizidgefährdete Spenden gesammelt und so etwas. Aha. Bei Ink to the People gab es dann eben verschiedene Aktionen. Also bis heute haben die Fans über $500,000 an Spenden zusammengestellt für das, was sie halt eben getan haben. Die haben Banner fliegen lassen über das Studio von Warner Brothers mit Hashtag Release the Snyder Cut. Und es gab natürlich einige Ausreißer, klar. Das ist nicht unbedingt so der Standardwerdegang der Fans. Aber ja, es ist ja niemand zu Schaden gekommen, auch wenn sich manche persönlich angegriffen fühlen, wenn andere halt eben den Mund aufmachen. Man darf aber, und also so toll das ist, was da passiert ist mit diesem Geldsammeln und so, aber auch nicht vergessen, dass mit ein Grund, und ich glaube, das ist unumstößlich, warum es diesen Cut auch gibt, ist halt einfach, dass Warner einen Streamingdienst aufgemacht hat, HBO Max, den gibt's hier in Deutschland nicht, deswegen ja. Könnt ihr den Snyder Cut auch bei Sky sehen. Übrigens am 20. Mai gibt's ihn dann auch digital als VOD und die Woche drauf digital zum Kaufen. Ein Blu-ray-Release ist aktuell nicht geplant. Und die hatten halt einfach keinen richtigen Content. Und der HBO Max Streamingdienst ist sehr teuer. Ich glaube, der kostet $15 im Monat, also fast doppelt so viel wie Netflix. Und mit dem Snyder Cut haben sie jetzt einfach Content generiert. Das darf man nicht vergessen. Ich weiß, da gibt's Leute, die sagen, nein, es sind nur die Fans. Und das ist ein Fass, das will ich jetzt hier nicht aufmachen, aber das sei erwähnt. Ich glaube, wir haben jetzt gut vorgelegt und haben schon mal so eine Basis geschaffen, auf der wir uns bewegen können. Und bevor wir jetzt endlich zur Besprechung kommen. Darf ich noch eins anmerken vorher kurz? Ein letzter Satz? Einen letzten Satz. Ich gebe dir recht. Selbst ich als Hardcore-Fan gebe zu, dass ohne HBO es keinen Snyder Cut geben würde. Weil wer das nicht sieht, sage ich mal, der ist blind. Also von dem her gebe ich das offen zu, ohne HBO kein Snyder Cut. Das macht sich aber auch schon dadurch bemerkbar, dass das Ganze ja ursprünglich als Miniserie angekündigt war und jetzt doch als vierstündiger Superheldenfilm veröffentlicht wurde, ne? Ja. Der übrigens eine Gemeinsamkeit hat mit der Kinofassung, nämlich seine Prämisse. Und Dominik, kannst du uns kurz sagen, worum geht's in Justice League bzw. Zack Snyder's Justice League überhaupt? Ja, in groben Zügen geht es in diesem Film, also die Handlung ist in groben Zügen tatsächlich dieselbe wie in der Kinofassung. Superman ist ja am Ende von Batman wie Superman im Kampf gegen Doomsday verstorben und sein Todesschrei hat die Mother-Boxen aktiviert, die auf der Erde verteilt sind und ruft jetzt eben, da die Welt ihm also schutzlos ausgeliefert ist, ohne den kryptonischen Schutz durch ihn, außerirdischen Eroberer Steppenwolf beziehungsweise seinen Gebieter auf den Plan. Und so entschließt sich nun Batman, der sich immer noch schuldig fühlt für den Tod von Superman beziehungsweise, dass er nicht ganz unbeteiligt daran war, an der Situation am Ende von Batman wie Superman, dass er jetzt ein Team zusammenstellen muss aus Metawesen zusammen mit Wonder Woman, die ja auch auftauchte bereits. Und so trommelt er ein Team zusammen aus sich, Wonder Woman, dazu Aquaman, The Flash und Cyborg und gemeinsam nehmen sie den Kampf auf. Ja, vielen Dank. Okay, wir können starten mit der eigentlichen Review. Ich habe überlegt, womit kann man starten? Womit kann man wirklich diese Review beginnen? Und ich habe mir folgendes Thema ausgesucht, und zwar das Bildformat. Denn nicht wenige werden irritiert sein, wenn sie jetzt auf Sky gehen und den Film starten
und dann kein übliches 16:9 Format vorfinden, sondern ich glaube, ich habe jetzt aufgeschrieben, 1,37:1 Format, ja. Das sogenannte IMAX Format. Ich will vorausschicken, ich wusste das, dass es dieses Format gibt. Ich war ein bisschen skeptisch. Ich bin halt auch ein Gewohnheitstier. Ich muss aber sagen, es hat mich nicht gestört. Dominik, hat dich dieses, in Anführungszeichen, neue Bildformat irgendwie vom Film abgelenkt? Ja, neu ist gut, ne? So aus alten 90er TV-Röhrenbildzeiten. Ja, die Kinder von heute, Dominik, ne? Weißt ja, die. Also in den Trailern hat mich das total irritiert, die sahen ja auch schon bereits so aus und dann hieß es, oh, der ganze Film ist so, und dann denke ich mir, ach du Scheiße, was soll denn das? Im Film selber gewöhnt man sich allerdings dran und ja gut, es ist ja, also es, der Film ist zwar nicht in IMAX gedreht, soweit ich weiß, Werner kann mich dann natürlich gern berichtigen. Aber Zack Snyder hat sich ja für dieses IMAX-Format entschieden. Und gut, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das fürs Heimkino so wahnsinnig geeignet ist. Hm. Weil der Film sollte ja auch mal auf eine Leinwand kommen so. Und das dann jetzt so über, ja, über einen Streaming-Dienst zu bringen, da kann man durchaus drüber streiten. Ich muss aber auch sagen, dass es mir irgendwann im Film nicht mehr so gegen den Strich ging, was auch damit zusammenhängt, dass ich hin und wieder auch mal ältere Filme in diesem European Letterboxd-Format sehe. Also so wild war das jetzt nicht. Und man merkt durchaus, dass das Ganze schon geplant war in dem Format. Das ist jetzt nicht zum Beispiel wie bei Quibi, wo man auf dem Bildschirm einfach irgendwie dreht und dann hat man Sachen vor Augen, die irgendwie gar nicht wichtig sind, gerade für den Plot. Sondern das wirkte hier schon durchdacht und ja, man gewöhnt sich dran. Es ist in Ordnung. Werner, hättest du den Snyder Cut lieber im 16:9 gesehen oder bist du mit Dominik da einer Meinung? Also ich bin da eigentlich der gleichen Meinung. Mich hat das Format zu keiner Sekunde gestört und ich sehe da sogar eher durchaus einen Mehrwert, weil es wird ja jetzt ein Remaster von BWS geben, ne? Auch mit diesem Bildformat. Und da gibt, ganz ruhig, du musst dir nicht angucken, da gibt es auch schon erste Ultimate Videos dazu als Vergleich, ja. Ne? Und wenn du halt eben anguckst, was für einen Mehrwert dieses Format bieten kann, dann ist es schon eine gute Sache. Also von dem her, es hat mich nicht gestört, im Gegenteil, ich sehe den Mehrwert. Also ich kenne das Stilmittel ja, wenn man in die Vertikale dann irgendwie, also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, einen Wald filmt oder irgendwas Großes halt, dass man irgendwie dann nicht links und rechts so viel dran hat, das verstehe ich ja, wenn man da vielleicht mal ein bisschen rüber switcht oder so, aber wenn das durchgehend so ist, verliert es, finde ich, voll seine Wirkung und ich hatte jetzt in diesem Film nicht einmal das Gefühl so von wegen, das ist jetzt hier gut eingesetzt oder das unterstützt jetzt was. Und andersrum zum Beispiel fehlt halt dann diese Panorama-Optik, wenn du jetzt zum Beispiel an, gibt's ja viele, mir fällt jetzt als erstes Arrival ein, komischerweise, aber halt so ein großes Panorama-Bild, was dich halt wirklich umhaut. Du siehst es und denkst dir, was für ein schönes Bild oder so. Und das kannst du mit dieser Optik, mit diesem Stilmittel eh schon schwieriger machen, finde ich, weil du halt, wenn du es jetzt nicht im Kino siehst, meine ich, auf dem Laptop, funktioniert es so gut wie gar nicht. Und jetzt vor alle Kinos zu haben, ich finde es total ein Käse eigentlich. Aber mei. Also wie gesagt, ich glaube, auf einem Laptop oder auf einem kleineren Format, wie nicht im Kino, schaffst du solche Bilder eh nur mit großen Panoramen. Und das hast du hier nicht. Und mit dieser vertikalen, sage ich jetzt mal, Bildausrichtung, wo du halt öfter mal das Gefühl von erhabener Größe oder so versuchst zu verstärken, das kommt halt nie rüber in diesem Film. Also ich dachte mir die ganze Zeit, was soll das? Also zum Beispiel bei dieser Straßenszene, ganz viele so Action-Szenen, die halt eher so ein bisschen in die Breite gehen, da hatte ich wirklich klaustrophobisch schon fast. Das ist jetzt natürlich überspitzt irgendwie, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es fehlt an manchen Stellen, dass du halt einfach ein Panorama hast. Ich finde das eine komische Entscheidung. Ja, also die Straßenszene, die war von den Trailern her tatsächlich auch mein Argument, dass es irgendwie nicht funktioniert. Aber man merkt schon, dass die Szenen schon so arrangiert sind, dass sie darauf passen. Also das war ja von Anfang an hier abgeschnitten oder so, das wäre noch schöner. Nee, aber auf der Straße ist ja bestes Beispiel, weißt du, da passiert irgendwas auf der Straße, ich sage jetzt natürlich nicht was, aber du hast dann keine Reaktion der Passanten drumherum, aber das ist durchaus
wie es gefilmt ist, ist es durchaus mit einkalkuliert. Ich gebe dir allerdings recht, dass so Panoramaaufnahmen, und die sind ja eigentlich gerade, also Zack Snyder ist ja jemand dafür, große, ja, pathetische Bilder zu erschaffen. Und manche sehen ja auch wirklich schon aus wie Gemälde, das muss man ihm erlassen. Und deshalb engt ihn dieses Format eigentlich ein. Ja, es fehlt mir halt danach schon ein bisschen. Aber wie gesagt, mir ist es danach irgendwann auch nicht mehr groß störend aufgefallen. Ich habe mich eigentlich halt nur öfter gefragt, was es jetzt soll. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, sind mir jetzt halt keine wuchtigen Bilder, die richtig jetzt im Gedächtnis hängen bleiben. Es liegt vielleicht auch daran, dass es halt jetzt 4 Stunden nonstop waren und ich vor 5 Minuten gefühlt erst den Rechner ausgemacht habe. Aber du hattest also, nur nicht auf deinem Beamer daran lag. Ich muss sagen, ich finde dieses Format, also ich war auch sehr skeptisch und ich fand auch die Trailer in diesem Format echt sehr befremdlich. War jetzt, begeistert ist das falsche Wort von diesem Format, aber ich fand es irgendwie passend. Es hat für mich zur Stimmung des Films wunderbar gepasst, dieses Gefühl, dass es immer etwas eingeengt ist. Und auch wenn natürlich Letterboxd oder 16:9 bei so Panoramen wirklich besser passen, ich fand es bei dem Film wirklich schön. Es hat mir gefallen. Das finde ich aber seltsam, weil wie gesagt, ich finde gerade so ein Film eingeengt, ich meine, da schaust du bei Lighthouse, passt es natürlich, aber bei Justice League, einem riesen Action-Blockbuster mit Panoramen auf einer Amazoneninsel oder so, mit schönen Landschaften und Schlachten. Aber ich finde halt, dass der Film halt mehr ist als nur so ein Action-Flick. Ja, jetzt komm ich mit deiner Gefühlsebene daher. Ja, sorry. Ich finde halt eben, durch das Format tust du halt eben auch deine Augen darauf richten, was passiert, genau, und nicht das Drumherum. Ja, na genau. Gut. Ja gut, auf der anderen Seite, das Drumherum ist vielleicht für manche Fans dann gerade so der Reiz, ne? Und ich muss auch sagen, dieses Schmalformat unterstützt natürlich dann vielleicht auch noch diesen Eindruck, naja, dass man diesen Film halt nicht im Kino sehen kann, sondern dass der letzten Endes nur so auf dem kleinen Bildschirm ist. Na, also das verstärkt dieses HBO-TV-Gefühl vielleicht für manche auch nochmal. Aber ich kann trotzdem sagen, dass ich jetzt beim Schauen, also man kann über das Thema streiten, wie wir ja merken, aber beim Schauen selber hatte ich jetzt nicht das Riesenproblem damit. Ja, da kann ich ja auch zustimmen. Ich wollte nur ein bisschen rumstinkern. Ja, das hast du ganz wunderbar geschafft. Es gibt noch genug hier Potenzial, Andi. Und ein bayerischer Steppenwolf. Okay. Schlupfladler. Der Steppendackel. Alles klar. Was der Snyder Cut ja auch anders macht als die Kinofassung. Und ja, ich werde, glaube ich, ganz oft diese beiden Filme miteinander vergleichen, weil, naja, im Prinzip haben sie ja die gleiche DNA, wenn man mal ehrlich ist. Ist der allgemeine Look des Films. Wir haben ja schon gesagt, Joss Whedon hat die Kinofassung umgesetzt. Joss Whedon hat einen ganz klaren Look, der ist hell, der ist freundlich. Jeder, der auch nur einen halben Zack Snyder-Film gesehen hat, weiß, dass Zack Snyder von Freundlichkeit und Helligkeit und Heiterkeit nicht so viel hält. Und das sieht man jetzt in seinem Snyder-Cut auch. Dominik, welchen Look würdest du bei diesem Film jetzt favorisieren? Würdest du eher zu Whedon gehen oder sagst du schon, okay, nee, Snyder ist da wirklich besser? Also ich muss zugeben, ich habe ja den Whedon-Cut kurz vorher gesehen, vielleicht irgendwie so 1,5 Tage vorher. Und der Look ist jetzt nicht total knallig, aber schon heller. Ich muss allerdings sagen, dass ich hier an manchen Stellen doch ein bisschen überrascht wurde, weil ich hatte irgendwelche Screenshots online gesehen, so Vergleich Whedon-Cut, Snyder-Cut, und da dachte ich mir so, oh, toll, er hat einfach nur das Grading runtergedreht. Aber im Film selber sah es dann gar nicht mal schlecht aus, insbesondere in Szenen, die jetzt nicht unbedingt nachts spielen, sondern eher so leicht dämmerig sind. Ich musste auch hauptsächlich bei der einen Szene, ist es mir aufgefallen, wo, ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit Spoilern ausschaut. Die gibt's auch schon in der Kinofassung. Ich sag mal, da stehen unsere Helden gesammelt an einem helllichten Tag eigentlich rum. Und hier hat es halt einfach ein bisschen abgedunkelt. Und das, ich habe es nur gemerkt, weil irgendwie weiß ich noch, dass mir das erste Mal, wo ich den Film, ich weiß gar nicht mehr, ob ich im Kino gesehen habe, den ersten Justice League, also den 2017 oder so immer, dass ich da halt echt mir gedacht habe, das schaut nicht cool aus. Also, weil bei Avengers zum Beispiel, die sind super knallig bunt und so, aber da reißt auch alle 2 Minuten jemand einen lustigen Spruch und die nehmen sich halt nicht so ernst. Und die Kostüme, sage ich mal, außer jetzt Iron Man, ist natürlich auch relativ cool oder so. Aber die anderen, die sehen noch ein bisschen
Comic-akkurater aus und irgendwie passt dann das, finde ich, ein bisschen besser. Und ich finde jetzt hier die Kostüme alleine schon, die sehen halt so hochstilisiert und ich sag mal blöd, bierernst aus oder so, dass es dann einfach ein bisschen komisch aussieht, wenn die so planlos in der Gegend rumstehen und man die in komplettem Tageslicht sieht irgendwie. Irgendwie fand ich das immer ein bisschen seltsam, wenn die so hell und bunt sind. Das passt da nicht so dazu. Also das, man kann jetzt von Zack Snyder und seinem Fable für sowas halten, was man will, aber also wie manche bei Tim Burton sagen, der kann nur, kennt keine bunten Farben oder so. Das ist ja, hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde, hier zu dem Film passt es ein bisschen entsektiktere und so ein bisschen düsterere, finde ich schon besser. Lustig, dass du jetzt in dem Zusammenhang Tim Burton erwähnst, weil der kennt tatsächlich nur Extreme, aber der kennt wahrweise Rabenschwarz und Knallbunt, ne? Ja, genau. Nee, halt diesen Stil, wenn man so einen eigenen Stil dann hat, dass man das halt auch mal, weil es gab doch irgendwie viel Kritik halt, dass jetzt halt alle neuen Superheldenfilme und gerade von halt Zack Snyder immer alles so grim dark ist und man keine Farben mehr zulässt und alles so rausdreht und es macht alles keinen Spaß mehr und so. Aber das fand ich halt hier eigentlich ganz gut. Also ich fand es so von der Optik stimmungsvoller und dass man dann halt trotzdem noch ein bisschen Humor und so anderweitig reinbringen kann, besprechen wir bestimmt ja auch noch. Man muss aber sagen, also zum Look, der war schon in Batman wie Superman schon deutlich besser. Also da hatte er dann seinen Kameramann Larry Fong an der Hand, mit dem er auch Watchmen gedreht hat oder auch 300. Und der sah schon deutlich besser aus als Man of Steel, den ich teilweise visuell regelrecht abstoßend finde mit seiner Wackelkamera und seinem Graufilter und den ständigen Zooms, also das ist furchtbar. Und hier haben wir einen wirklich guten, kompetenten Kameramann, nämlich Fabian Wagner, tatsächlich ein Deutscher, der auch schon bei Game of Thrones tolle Arbeit geleistet hat und hier auch nicht enttäuscht, tatsächlich. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich muss auch sagen, hier passt der Farbton und die Stimmung einfach viel besser zusammen und halt eben auch zum Film an sich, weil 2017, das war dann doch ein bisschen zu bunt. Es war nicht so knallig wie eben gesagt Marvel und Avengers, aber es hat trotzdem nicht zum DCEU oder zum Snyderverse gepasst und von dem her finde ich es gut, was man hier gemacht hat. Okay. Ja, ich habe schon gesagt, dieser Cut hat eine Länge von 4 Stunden und glaubt bitte nicht, dass der Abspann 30 Minuten lang ist. Der ist relativ moderat mit 10 Minuten. Und 4 Stunden ist ja echt, sei mir ehrlich, für einen Film, der als Blockbuster konzipiert war oder ist, echt lang. Hm. Ja. Ich will ehrlich sein, das ist eines meiner Mankos an dem Film. Ich fand ihn zu lang. Und ich finde, man hätte einiges rausnehmen können. Und bevor jetzt ihr mich draufschlagt eventuell, lasst mich kurz erklären. Es gibt halt Unmengen von so kleinen Miniszenen, die hätten nicht sein müssen. Als Beispiel, irgendeine Amazone zündet einen Pfeil an. Bevor sie das tut, spricht sie ein Gebet. Dieses Gebet braucht man nicht. Das ist narrativ total unnötig. Und von solchen Sachen gibt's halt echt viel. Deswegen würde ich auch sagen, um es böse auszudrücken, das ist halt kein richtiger Film. Das ist wirklich eine Schnittfassung, die halt jetzt mit, ich glaube, bis zu 70 Millionen wurde noch mal reingesteckt, durch die Postproduktion geschickt worden ist. Ich glaube, wenn man diesen Film noch ein bisschen geschliffen und poliert hätte, ich glaube, dann wäre es, oder hätte es die Chancen gegeben, dass es wirklich ein richtiges Meisterwerk ist. Andi, wie stehst du zur Länge des Snyder Cuts? Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich finde das aus einer filmischen Perspektive total spannend. Ich habe jetzt leider vor kurzem nicht nochmal die alte Fassung gesehen, aber eigentlich ist es dann recht schön, was man im Positiven wie im Negativen halt dann sieht, weil mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mir sowas auffällt, weil es gibt ja öfter so Geschichten, wie viel Material halt von dem Film weggeschnitten wurde und du dich dann fragst so, warum, was soll das eigentlich, lass doch drin, das ist doch eine schöne Szene. Ich habe letztens auch mal wieder so eine Bonus-DVD von hier, ganz andere Richtung, aber Little Miss Sunshine gesehen und da waren so viele Deleted Scenes drin, wo ich dachte, hey, die sind doch geil, die sind ja sogar teilweise wichtig, wieso sind die weggeschnitten worden und so. Aber wenn du jetzt in einem fertigen Film Szenen hast, wo du dir denkst, wieso ist das drin? Das ist total spannend, finde ich. Aber das war jetzt wenig eigentlich. Also eigentlich muss ich schon sagen, dass ich jetzt mich nicht gelangweilt habe irgendwie.
gerade gegen Ende hatte ich dann doch schon das Gefühl, dass es wie so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, einfach so, wir konnten uns nicht entscheiden, welches Ende wir nehmen, wir klatschen einfach alle dran. So. Mm-hmm. Also ja. Es ist echt interessant, aber ich meine, an den Filmen, das ist eh so schwierig, den zu besprechen, weil ich will ihn nicht vergleichen, weil ich den anderen Film nicht mehr so richtig vor Augen habe, aber man macht es zwangsläufig irgendwie und dadurch, dass man halt auch weiß, dass es irgendwie eher so eine Art Rohschnittfassung ist irgendwie, finde ich es eher interessant als störend. Aber ja, wenn man wahrscheinlich kritischer daran gehen würde, dann könnte man da schon mehr kritisieren. Aber das irgendwie hat mich das jetzt auch so interessiert und ich saß eigentlich die ganze Zeit gespannt vor dem Rechner, diese 4 Stunden. Ich musste nur 2-mal eine kurze Pause machen. Nur 2-mal, neuer Rekord. Also wie gesagt, ich fand es spannend eigentlich. Ich fand es nicht groß störend eigentlich. Aber du fandest jetzt nicht zu lang? Oder? Nö, wie gesagt, das ist am Ende. Und ich fand, es gibt ja auch so eine, das kann man glaube ich sagen, so eine Art Kapitelstruktur. Ich fand es spannend. Also ich habe mir auch öfter gefragt, wäre das jetzt vielleicht besser als Miniserie gewesen? Und solche Gedanken hatte ich die ganze Zeit. Aber ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, ne? Okay, Werner, ich möchte gar nicht fragen, ob du dich gelangweilt hast. Ich glaube, die Frage übrigens nicht. Aber, lauter Vorurteile auf dieser Welt. Jared Leto hatte recht, wir leben in einer Society. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, welche Überraschung. Wie hast du die Länge von dem Snyder Cut empfunden, Werner? Also selbst ich als Fan muss sagen, dass er wirklich ein bisschen zu lang geraten ist und dass durchaus einige Szenen drin sind, die man rein, was die Dramatik und den Mehrwert angeht, durchaus hätte weglassen können. Aber es waren nicht diese Art Szenen, die, wie soll man sagen, komplett wertlos sind. Also alle Szenen hatten durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber man hätte auch was wegstreichen können, ohne dass es wehgetan hat, um das mal so zu formulieren. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es war nicht so lang, dass ich mich zu Tode gelangweilt habe, aber er war ein bisschen zu lang. Diesen Schuh muss sich der Film anziehen. Also es waren auch viele Szenen drin, die sich so anfühlen, als wollten sie halt was anteasern oder was foreshadowen, was eventuell auch andere Filme betrifft. Was jetzt halt schwer ist, irgendwie sich vorzustellen natürlich, weil wir ja noch nicht wissen, was wohl noch kommt und so. Wo ich mich immer gefragt habe, so, hey, wieso hat er das jetzt damals gemacht? Aber er hat ja noch vieles vor eventuell. Ich glaube, über diese Thematik werden wir gleich reden, wenn wir zum Epilog kommen. Vorab würde mich auch gerne Dominiks Meinung zur Länge interessieren. Ja, also ich bin da tatsächlich ein bisschen ambivalent. Also ich kann schon mal sagen, ich habe mich nicht gelangweilt, was bei mir echt an Wunder grenzt, weil für mich ist Man of Steel lang, für mich ist Batman wie Superman viel zu lang. Und ich dachte mir, ich überlebe diesen Film nicht. Und ich hatte gestern, kurz bevor ich ihn angefangen habe, auch noch so Anzeichen einer Migräne. Aber ich habe es überlebt. Und was ich schon mal sagen kann, ich finde es auch spannend tatsächlich, so einen, ja, wirklich Rough Cut zu sehen. Also ich fühlte mich teilweise, als wäre ich irgendwie ein Executive Producer und würde mir einen Rough Cut angucken, im Positiven wie im Negativen. So, aber ich fand es trotzdem interessant, gerade halt zu sehen, was für alternative Szenen wieder drin sind, die man aus den Trailern kannte oder eben einfach völlig andere. Das ist für sich genommen interessant. Ich finde es jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass da Szenen drin sind, die eigentlich symptomatisch für so einen Rough Cut sind. Also das Ganze müsste eigentlich der Rough Cut heißen und nicht der Snyder Cut. Das hatte ich ja in meinem Teaser bereits gesagt. bei mir ist es aber eher so, also ich finde das Erlebnis interessant. Ich finde es aber trotzdem nichtsdestotrotz zu lang, das Teil. Bei mir ist es dann aber eher so, dass es so den dramaturgisch-erzählerischen Rahmen angeht, beziehungsweise einfach das Pacing. Ich hatte den Eindruck, dass oft der Erzählfluss nicht so ganz stimmte und da ist mein Eindruck, dass Zack Snyder zwar dann irgendwie, ja, in seiner Filmrolle nochmal irgendwie zurückgespult hat und geguckt hat, was er noch so auf dem Kasten hat oder im Kasten hatte, aber dass er das dann wirklich einfach nur, ja, durch die Postproduktion gejagt hat
und nicht nochmal irgendwie geguckt hat, wie das jetzt vom Rhythmus und vom Pacing her zusammenpasst. Ja, was mir dazu einfällt, ich glaube, das geht so in die Richtung, weil wir wissen ja auch schon aus Trailern und so weiter, oder das kann man ja auch ohne zu spoilern sagen, dass jetzt halt auch Cyborg vor allem und auch Flash ein bisschen mehr Backstory kriegen halt. Und die beiden haben ja auch noch keinen eigenen Film, deswegen weiß man von denen wenig und das ist ja, finde ich, auch eine der größten Stärken bei dem Film und so weiter. Mir ist es aber auch noch eingefallen, was ich immer ein bisschen komisch fand, dann geht so die Action langsam los, die Handlung passiert, Steppenwolf hat so seinen Plan im Gange oder so und dann trifft sich Aquaman halt irgendwann mal unter Wasser mit seiner Ische und dann reden sie auf einmal so total unvermittelt, da hat gerade so ein Riesenmonster angegriffen und will irgendwas und tötet Leute und so und dann reden sie kurz über seine Mutter und seinen Vater und Halbdings und so, wo sie noch so ein bisschen Backstory von ihm auch noch so reinquetschen an so einer völlig unpassenden Stelle. Das fand ich, das hat mich ein bisschen gewundert oder gestört, das fand ich ein bisschen komisch und da hat mich vom Pacing gestört, wo ich dachte so, hey, jetzt ist die Action im vollen Gange, aber du musst noch so um Backstory-Schnipsel streuen, die da meiner Meinung nach logisch nicht hingepasst haben. Also das gab es, glaube ich, an mehreren Stellen, dass sie, weil das kam jetzt drauf, weil du gesagt hast, so von wegen zurückspulen, dass sie dann irgendwie noch eingefallen ist, so von wegen, ach ja, über den könnte man noch ein bisschen was erzählen, obwohl wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen mit der Handlung vorankommen könnten und so. Ja. Also ja, das hatte ich, was Pacing angeht, da hatte ich so ein bisschen manchmal so ein paar Probleme, dass sie dann doch nochmal hin und her springen. Und da dachte ich mir so, das hatte so einen Episoden-Serien-Vibe, weil bei einem Film geht's dann ja doch am Schluss eher so mal zur Sache und wird's dann immer flotter oder so. Und hier hattest du dann echt so, was diese Kapitelstruktur noch unterstreicht, halt eben einfach so ein Cut irgendwie. Und dann kann man auch noch mal ein bisschen ausruhen nach der letzten Action-Szene. Dann, ich weiß nicht, da hatte ich so ein bisschen dieses Serien-Feel. Aber gerade das, muss ich sagen, hat mir wiederum gefallen, dass nach diesen fetten Action-Szenen dann auch mal ein Moment kommt, wo man mal ein bisschen abschalten kann, ein bisschen durchatmen kann und die Stimmung wieder ein bisschen, naja, je nachdem, auflockert oder eben auch was anderes macht und man halt eben nicht die ganze Zeit hochgehalten wird, sondern auch mal runterkommen kann ein bisschen. Das stimmt, das fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool eigentlich, dass eigentlich anfangs jetzt auch relativ wenig Action kommt. Ich glaube, es gibt halt auf dem Amazoneninsel-Dings gibt's mal eine große Schlacht und so und diese Flashback-Story, ob man die jetzt als große Action-Szene beschreiben kann, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es vergehen 2 Stunden gefühlt, bis Batman das erste Mal auftritt oder so. Ja. Und das mochte ich aber auch. Ich mag das auch. Und dass man halt jetzt nicht so durchgehend Action hat, das finde ich auch gut. Ich fand nur komisch, dass halt dann relativ spät so ganz komisch noch Backstory reingeschoben wird. So ein bisschen unelegant. Das fand ich. Aber du hast schon recht, vom Action-Anteil und wie das eingestreut wird, das ist mir auch positiv aufgefallen. Dass anfangs doch relativ wenig geballert wird, sag ich jetzt mal. Ja, hier, was du gerade angesprochen hast mit Aquaman, das irritiert einen natürlich dann als heutiger Zuschauer auch nochmal, weil wir ja bereits den Aquaman-Film kennen und gesehen haben und der hier eigentlich vorbereitet wird. Dasselbe. Ich habe den nach der Hälfte abgebrochen. Entschuldigung. Aber das gehört hier nicht her. Egal. Nee, aber dasselbe kann man dann natürlich auch sagen, ohne jetzt dazu ins Detail zu gehen, aber hier wird ja auch durchaus was vorbereitet, was höchstwahrscheinlich in dieser Form nicht mehr kommen wird. Denkt an meine Worte, es wird noch was kommen. Ja, ihr habt jetzt, so viele Stichworte gegeben, an die ich ansetzen kann. Ich pick mir jetzt einfach mal eins raus, nämlich das Stichwort Serie. Wir haben jetzt schon erwähnt Kapitelstruktur. Der Film ist ja unterteilt in 6 Kapitel plus Epilog. Und als ich den Film geguckt habe, gab es so, ich glaube, es war der Übergang zu Kapitel 3 zu 4, wo ich wirklich dachte, okay, das ist jetzt wirklich so ein klassischer Serien-Cliffhanger. Und dann habe ich mich gefragt, würde das als Serie funktionieren? Und zwar wäre es so, dass ich dann wirklich da am Ball bleiben würde, wenn es halt heißt, okay, jede Woche eine Folge. Und ich bin zu dem Ergebnis für mich persönlich gekommen, ich glaube, es hätte für mich nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Snyder Cut als 4 Stunden Mammutwerk besser funktioniert als aufgesplittet in 6 einzelne Teile, a 20 bis 30 Minuten. Werner, wie siehst du das? Also ich muss sagen, am besten hätte er für mich funktioniert, wenn man eben einen vielleicht, sagen wir mal, 3 Stunden Film draus gemacht hätte oder halt eben so, was weiß ich,
3,5, je nachdem, das wäre für mich am besten gewesen. Aber als Serienformat, muss ich zugeben, hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil, sind wir ehrlich, wer den Film als Serienformat genießen oder sehen will, der kann das hier ja machen. Ja, sie hatten es ja lange vor, ne? Und das merkt man auch irgendwie. Also diese Kapitelstruktur ist für mich eigentlich ein Überbleibsel noch des Vorhabens, dass man das eigentlich als Miniserie rausbringen sollte, wollte, weil es ja irgendwie auch im Hinblick auf HBO Max einfach mehr Sinn macht. Also ich habe mir wirklich zwischendurch vorgestellt, weiß nicht, zwei Kapitel sind eine Folge, also eine Stunde. Das heißt, du hast dann drei, also auf jeden Fall zwei Kapitel in einer Folge und der Epilog wäre dann so eine Extra-Folge gewesen. Ja, so, vier Folgen waren geplant. Vier Folgen, eine Stunde war ursprünglich der Plan. Genau. Das, ja. Stu, was war denn, ich weiß es gerade nicht mehr genau, oder wäre das ein Spoiler, weil ich hatte, glaube ich, auch mal bei einem Übergang, da war, glaube ich, so ein Satz von Diana irgendwie oder sowas, also bei und mir, da dachte ich mir auch. Bei mir war es ganz klar, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich Serie, ist, da sagt eine Figur, let's get this son of a bitch oder so ähnlich, sagt diese Figur, und da dachte ich mir, okay, Schwarzblende, und dann so, okay, das ist wirklich Serie. Das war Serie. Dann auch, das, genau. Und ich glaube, da habe ich mir das mit den Gedanken auch ähnlich gehabt oder so, und dann habe ich noch beim zweiten beim nächsten Mal nochmal drauf geachtet und so, und dann dachte ich mir nämlich auch, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, und dann dachte ich mir auch schon, ich glaube, da reicht dann die Spannung dann nie aus, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt die Grundstory bekannt ist. Also deswegen dachte ich auch, da brauche ich jetzt kein so ein typisches Serienreihenfolge und mit so, wie du schon genannt hast, so ein Cliffhanger, wo man dann sich auf die nächste Folge freut, weil ich weiß ja eh schon, was passiert im Groben und Ganzen. Also deswegen, ich fand es auch so besser auf jeden Fall. Ja, es ist, obwohl es einen schon überrascht, dass sie ursprünglich das wohl wirklich vorhatten, also es ist ja relativ spät dementiert worden, hey, das wird jetzt doch keine Miniserie. Deshalb, ich glaube, das hätte auch eventuell noch ein bisschen mehr Arbeit gekostet, weil, wie gesagt, dann hättest du noch gezielter irgendwie Cliffhanger und einfach eine Seriendramaturgie aufbauen müssen, wie du zum Beispiel auch bei Game of Thrones hast. Da hast du ja wirklich hammerharte Cliffhanger, und es kann auch sein, dass der Schnitt das so einfach nicht hergegeben hat. Also sie hätten dann einfach noch mehr Arbeit reinstecken müssen. Ne? Nee, das hatte vertragliche Hintergründe, weil der Film und der Cast ja als Film gedreht und unterschrieben wurden. Okay. Und aus dem Film eine Serie zu machen, das hätte wieder so viel Papierkram und Rechtsstreite gegeben. Also das war eine Formalität, das war das Problem. Okay. Ich finde es halt auch so schön, weil ich meine, das ist ja doch nochmal was Besonderes, einen 4-Stunden-Action, also Superheldenfilm. Und ich meine, das jetzt als Serienformat hätte mich jetzt auch nicht so überrascht oder nicht so, wäre nicht so Novum gewesen. Deswegen fand ich es auf der Ebene auch noch eigentlich ganz lustig so. Wo du gerade die Action ansprichst. Action ist natürlich bei so einem Superheldenspektakel schon ein wichtiger Punkt. Und ja, der Snyder Cut hat Action-Szenen, er hat sogar recht lange. Ich fand sie auch gut. Ich fand sie auch besser als in der Kinofassung. Ich fand, sie waren besser komponiert und hatten auch mehr Wucht. Denn, in den USA zumindest, hat dieser Film ein R-Rating. Das R-Rating, was ja im Auge einiger Leute irgendwie alles besser macht. Ja, war bei Batman wie Superman auch schon so. Und da war es dann Ben Afflecks nackter Arsch unter der Dusche. Ja, also das R-Rating ergibt sich hier meines Erachtens halt durchaus, es ist ein bisschen brutaler, es fliegt hier und da mal eine Hand, es spritzt hier und da mal ein bisschen Blut. Batman, Spoiler, darf einmal Fuck sagen. Das war jetzt aber der Spoiler schlecht. Aber eine klare Warnung an alle Leute, die jetzt gedacht haben, da kommt jetzt The Raid mit Superhelden auf uns zu. Nein. Freitag, der 13. Ja. Steppenwolf. Aber Wucht ist genau der Begriff, den auch ich im Kopf hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe gestern. Weil wenn man sich halt eben anschaut, wie gerade Steppenwolf hier mal in die Action zieht, ne, da ist Wucht genau der richtige Begriff. Gerade im Vergleich zum Kino, da hat das Ganze nicht so richtig gezogen. Aber hier durch diese Inszenierung, ne, die man dann halt eben ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wo man ein bisschen freier war, ne? Gerade was Blut angeht, abgetrennte Körperteile und so etwas, das wirkt dann halt eben dann gleich ein bisschen wuchtiger. Ja, ich weiß gar nicht, ist der Film hier in Deutschland ab 16 oder ab 12? Der hat noch keine FSK, glaube ich. 12, soweit ich weiß.
Also meines Standes, ich habe in der FSK-Datenbank nachgeguckt, wurde noch nicht geprüft. Das wird dann wahrscheinlich dann kommen, wenn er halt, glaube ich, außerhalb von Sky verfügbar ist. Aber ich würde sagen, es wäre ein harter 12er. Ich könnte auch mit der 16er leben. Aber es ist kein FSK 18, da sind wir, glaube ich, alle einig. Nee, das nicht. Ach, das ist auf gar keinen Fall. Das ist Quatsch. Also wie gesagt, bei Batman wie Superman war es halt alle irgendwie, oh, der Ultimate Cut hat ein R-Rating. Und dann war es, wie gesagt, Batflex Arsch. Ne? Mehr war das nicht. Und alle Leute, die sich jetzt gerne Ben Affleck's Arsch angucken, guckt euch Golden Girl an, da seht ihr doch mehr von ihm. Mit der Action, ja, mit der Action kommt ja auch ein Markenzeichen von Zack Snyder in diesen Cut, nämlich die gute alte Zeitlupe. Es gibt ja so, ja, glaube ich, in Hollywood so ein internes Battle zwischen Michael Bay und Zack Snyder. Wer kann seinen Film mehr Zeitlupen unterbringen? Also, dadurch die Laufzeit strecken. Ja, ich will ehrlich sein, ich bin nicht so der große Freund von Zeitlupen und man kann diesem Snyder-Cut auch wirklich gerne ankreiden, dass er oft und gerne Zeitlupen benutzt. Aber ich muss sagen, ich fand jede einzelne dieser Zeitlupensequenzen gelungen. Hier hat er ja wenigstens auch mal eine Begründung dafür, zumindest für die meisten, durch den Flash halt. Da kann er seine Zeitlupen, seinen Zeitlupen-Fetisch ausleben und kann auch sagen, naja, das ist ja so, wenn der halt schnell läuft, dann bewegt sich alles langsamer und so. Das ist wirklich. Die Szenen, die hatten auch was, muss ich sagen. Ja, ja, ich mochte schon auch in dem, die mochte ich auch schon in dem Whedon-Cut und die kommt ja auch hier vor, das kann man ja sagen. Die Szene, wo Flash dann irgendwie läuft, um Wonder Woman ihr Schwert in die Hand zu schieben wieder, ne? Die hat zwar leicht was von diesen, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal, von X-Men? Quicksilver. Genau, davon hat das irgendwie auch was. Aber ich mochte es tatsächlich sehr gerne. Also, und ich muss auch sagen, ich bin kein großer Freund von Zack Snyder. Ich muss aber mich dazu anschließen, mich hat keine der Zeitlupensequenzen genervt. Und das sage ich als jemand, der sich echt drüber aufregt, wenn bei Batman wie Superman bei den Salutschüssen die Patronenhülsen in Zeitlupe fallen. Ich glaube, warum ich das die Zeitlupe auch gut fand, und verglichen jetzt mit Michael Bay. Michael Bay benutzt die Zeitlupen ja oft, oder eigentlich meistens nur dafür, wenn er wieder irgendwie Partikelschlachten inszeniert hat, wo kein normaler Mensch rafft, was passiert gerade. Und bei Snyder, im Snyder-Cut ist es wirklich so, das ist ein stilistisches Element, das auch durchaus noch so ein bisschen die Spannung erhöhen soll. Und deswegen fand ich da wirklich keine einzige dieser Zeitlupensequenzen, wo ich sage, ach nö, hätte nicht sein müssen. Werner. Ja, ich fand eine sogar echt ästhetisch, muss ich sagen. Ja. Das sieht man auch schon im Trailer. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, aber man kann sich es wahrscheinlich denken. Es ist etwas, was in der Whedon-Version nicht vorkam, was da konsequent rausgeschnitten wurde. Und das hatte tatsächlich was. Und kommen darin Würstchen vor? Kommen darin Würstchen vor? Das war die andere. Okay, gut. Aber die mochte ich auch sehr gerne, wobei ich da die Musik ein bisschen merkwürdig fand. Okay, aber das ist wieder ein anderes Thema, da können wir vielleicht noch drauf kommen. Ich fand ein, zwei Musikwahlen irgendwie sehr, sehr seltsam. Ein, zwei? Ich fand hier, was ich noch zu dem Look sagen wollte, weil ich hier gerade noch so einen Screenshot, den ich gesehen habe, apropos Mercedes-Werbung. Ich muss schon sagen, ich verstehe schon, was sie sagt und die meisten Zeitlupen fand ich auch allein schon durch den Flash natürlich irgendwie sinnvoll eingesetzt und so. Mir geht manchmal dann so ein bisschen dieser super cleane und halt jeder Regentropfen so in Close-up, Tiefenschärfe voll aufgedreht und alles so super clean. Und da fand ich halt eben so ein paar Shots, die halt eben gerade so Product Placement-mäßig teilweise waren, sahen halt einfach so super Werbespot-mäßig aus und so. Also manchmal finde ich den Look dann auch irgendwann so ein bisschen zu glatt. Aber das hat eigentlich selten jetzt halt mit irgendwelchen Action-Szenen oder so zu tun. Aber jetzt auch, was ist CGI? Wenn es halt zu viel CGI und zu glatt ist, dann finde ich es irgendwann so ein bisschen künstlich alles. Es hat da manchmal auch so einen digitalen Stickem, sage ich mal. Ne? Also gerade bei Zack Snyder ist manchmal der Einsatz von CGI schwierig. Und naja, gut, man hat ja dann im Whedon-Cut gesehen, wie es dann noch ein bisschen durchaus befremdlicher wirken kann an einigen Stellen. Ich sage nur Steppenwolf und das Uncanny Valley. Ja. Aber ja, hier ging es eigentlich. Also wie gesagt, ich war selber überrascht, weil mich nerven wirklich so viele Trademarks und Gizmos und Gimmicks an Zack Snyder Stil. Und hier hatte ich das Gefühl, dass ich ihn zum ersten Mal, was das geht, an
manchen Stellen, die ich wirklich gelungen fand, dass ich ihn da wirklich verstanden habe, beziehungsweise einfach akzeptieren konnte, dass er das so jetzt inszeniert. Es hat mich nie genervt, es hatte nie sowas, dieses unangenehm Prätentiöse, was ich einfach oft bei ihm habe. Ja. So, super leid, Berner, ich wollte dich ja gerade eben noch fragen wegen der Zeitlupe und dann wurde kurz das Thema zu CGI gelenkt. Berner, was sagst du zu den Zeitlupen und Justice League Snyder Cut? Ich habe euch da freien Lauf gelassen, weil ich mich eurer Meinung eigentlich so 1:1 anschließen kann. Es gibt auch meiner Meinung nach keine Zeitlupenszene, die irgendwie genervt hat oder irgendwie übertrieben war, nicht nötig war, sondern da, wo Zack Snyder hier die Zeitlupe anwendet, passt es auch wirklich gut. Entweder halt eben wegen der Geschichte, ne, wegen Flash, oder eben ebenso zur Szene an sich, wenn man eben, was weiß ich, Superman sieht oder irgendwas anderes, irgendwelche anderen schöne Szenen. Von dem her haben mir die Zeitlupen hier durchaus gefallen, obwohl ich da auch nicht der größte Fan von bin, sag ich mal. Aber hier muss ich jetzt nicht alles wiederholen, was ihr gesagt habt. Ich schließe mich da wirklich an. Aber ich will ja gar nicht die Moderatorenrolle streitig machen. Ich dachte nur, weil das mit dem CGI, weil wir jetzt zweimal schon kurz draufgekommen sind, das hätte mich noch interessiert, weil ich fand jetzt eben, Steppenwolf haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, das fand ich eine der größten Verbesserungen, nicht nur vom CGI, sie haben den Look auch ein bisschen geändert, da habe ich auch das Gefühl gehabt, das CGI haben sie nochmal aufgebessert und er hat natürlich auch mehr Screentime und mehr Dialog und ein bisschen Motivation auch, da kommen vielleicht im Spoilerteil noch mehr drauf und so, aber ich fand's komisch, dass manchmal eben, also bei ihm jetzt zum Beispiel, das CGI fand ich besser aussah, aber trotzdem an manchen Stellen fand ich, sah es irgendwie immer noch unfertig aus. Aber also waren meistens Szenen, die halt im Originalpart noch nicht drin waren. Also CGI steht eh jetzt als nächstes auf meiner Liste, deswegen können wir da gerne drüber reden. Ach so. Ich habe einen Plan, mein Freund, ich habe einen Plan. Ich will ehrlich sein, ich dachte im Vorfeld, okay, da wird bestimmt nicht alles so toll aussehen. Also es ist jetzt kein Pandemic, Gott bewahre, ja. Ich war aber wirklich überrascht, wie kohärent von der Qualität her der von den Effekten war. Du hattest natürlich hier und da so ein paar Shots, wo du ganz klar gesehen hast, okay, da steht er oder sie gerade vom Greenscreen, aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Nichtsdestotrotz fand ich den von der Effektqualität gut bis sehr gut. Und das ist mit ein Grund, warum ich mich schon ein bisschen ärgere, dass ich diesen Film nicht im Kino gucken kann. Ja, man muss auch sagen, also ich meine, man kann sich ja irgendwie an vielen Stellen, die halt nicht im Whedon-Cut damals vorkamen, kann man sich ja ausmalen, was jetzt im Nachhinein dazu kam. Und da muss man ganz klar sagen, das sieht man nicht. Insbesondere bei Steppenwolf. Also das wirkt nicht irgendwie so, als wäre das jetzt nachträglich mit einem bescheidenen Fernsehbudget da irgendwie reingerendert worden, sondern das wirkt wirklich relativ aus einem Guss. Und Steppenwolf, da kann ich mich auch anschließen, das Design, das gefällt mir schon besser, auch wenn ich mit der Figur immer noch so ein bisschen, ja Schwierigkeiten habe, aber da kommen wir später zu. Ja, also was Steppenwolf angeht, da habe ich in dem Justice League Cast von letztens, ne, habe ich schon gesagt, Kat, im Original Whedon Cut, oder Original, nee, das ist Leichenschändung, meine Güte. Im Whedon Cut, da ist Steppenwolf vom Design her einfach, ja, mehr nach den Comics gerichtet, weil hier sieht er ja wirklich eher aus wie Alien-Monster, kann man sagen, ne? Und bei Whedon dann doch eher wie so ein großer Ritter mit seiner Rüstung. Und in den Comics sieht er auch mehr nach einem Ritter aus. Trotzdem muss ich sagen, hat mir diese Version hier besser gefallen, weil diese Rüstung, die ja fast lebt, kann man sagen, ne, mit den Stacheln und allem drum und dran, das sah schon richtig genial aus. Also sowohl vom Design her, als auch von der Funktion her, wenn der da die Pfeile einfach mal eben so wegschmeißt. Das und hatte was. Ja. Und halt eben auch vom CGI, was wirklich gelungen ist. Ich meine, man, wie ihr gesagt habt, man sieht an einigen Stellen durchaus an, dass es jetzt nicht top-notch ist, aber im Großen und Ganzen ist es CGI gut. Henry Cavill kann nicht fliegen. Kann er nicht? Wusstest du das nicht? Das oh Gott, ich habe nichts gesagt. Er fliegt. Okay, gut, Gott sei Dank.
Mir fällt jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie so ein paar eher so Traums oder auch dieser Flashback ist es Zeus und Ares oder so, glaube ich, sind da sogar auch dabei. Ja. Und da fand ich teilweise das komisch aus. Es gab noch mehr Szenen. Ich meine, das war so drüber und es ist ja auch ein Flashback, deswegen fand ich es da jetzt, da dachte ich zuerst, er hat jetzt irgendwie Szenen aus 300 hier reingeschnitten. Ja. Auf volle Kanne. Ihr werdet lachen, aber es gibt wirklich eine Szene, wo er einen Schnitt von Man of Steel benutzt hat, weil die Zeit zum Drehen nicht gereicht hat. Also es gibt wirklich einen Shot in diesem Film, den er von Man of Steel genommen und ein bisschen umdesignt hat. Also wer aber möchte, kann da mal Ausschau halten. Aber ich muss sagen, 300 gab es wirklich auch so ein paar Situationen, wo ich dachte, ja, das erinnert mich an 300. Es gibt ja auch in diesem Film ein, zwei Schlachtszenen, die ich auch als gelungen erachte. Es wurde im Vorfeld gesagt, das ist so gut wie Herr der Ringe, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber sie hatten schon was. Und da gab es eine Szene, vielleicht wisst ihr, was ich meine, wo ein Mann mit zwei glühenden Händen kurz da steht und was abfeuert. Und dieser Mann sieht genauso aus wie der Darsteller von Meine Frau, die Spartaner und ich. Es hat mich irritiert. Ja. Was mit grünen Händen? Also die leuchten da, die glühen halt dann so. Also es sah auch sehr digital aus an der Stelle. Wobei warte mal, Hände können nicht glühen? Wobei ich das dann noch damit entschuldigen kann, dass es halt irgendwie eine Traumsequenz ist. Ja, gut, das muss man bei Snyder einfach akzeptieren zu diesen. Ich meine, wenn man es akzeptiert, dann hat dieser Look sogar irgendwo was. Das muss man ihm lassen. Und ich musste auch sehr, sehr, sehr oft an 300 denken hier tatsächlich. Also auch wie die Amazonen inszeniert waren. Wobei mir da aufgefallen ist, da könnt ihr mich gerne korrigieren, aber das fiel mir auch schon im Whedon-Cut auf und hier auch noch mehr, was die Kostüme der Amazonen angeht, die sind hier deutlich sexualisierter als bei Patty Jenkins in ihrem Wonder Woman-Film. Ja, das stimmt allerdings, ja. Na? Oh Gott. Wobei es jetzt nicht so ist, dass die Amazonen da stehen so, oh, hallo Steppenwolf, da du. Also so ist jetzt nicht. Aber man sah das schon sehr deutlich, dass da merkt man den Unterschied, das eine ist von einem Mann und das andere von einer Frau inszeniert. Jetzt haben wir diesen Namen Steppenwolf schon so oft jetzt genannt. Es wird mal Zeit, sich um den Bösewicht dieses Films zu kümmern, der seine Zahnstocher immer da parat hat. Ich fange einfach mal an. Ich war, was Steppenwolf angeht, doch ein bisschen enttäuscht. Ich will ehrlich sein. Es wurde so viel Buhai um diese Figur gemacht. So viel gesagt, dass diese Figur jetzt größer, böser, schlimmer ist. Und ja, sie ist größer, sie ist schlimmer. Wenn er kämpft, dann hat er auch eine gewisse Bedrohung. Aber trotz allem, auch wenn sie ihm ja so eine Art von Motivation gegeben haben, bleibt es für mich nicht mehr als ein CGI-Objekt, was halt aufgehalten werden muss. Ja, das stimmt schon. Das ist auch so ein gewisses Erwartungshaltung-Ding wahrscheinlich, weil ich habe das gar nicht gehört. Ich habe zum Beispiel nur gehört irgendwas mit Cyborg, das was dem angeht, aber ich habe nicht damit gerechnet oder nicht gewusst, dass sie da mit dem Steppenwolf irgendwas machen. Hat mich jetzt nicht so sehr informiert, aber deswegen war ich eigentlich positiv überrascht. Also er sieht hat auch keine Erwartungen. Also er sieht wirklich besser aus als in der Kinofassung. In der Kinofassung war es ja echt so, ich bin Steppenwolf, ja, geh nach Hause, komm. Also ja, wirklich. Das haben sie wirklich verbessert, aber es bleibt. Er hatte keinen Dialog mehr als Bring me the mother box and we are destroying the world oder so. Und ich meine, ich gebe dir schon recht, dass es jetzt nicht Shakespeare ist oder so, was er da betreibt mit seinem Chef und so oder generell. Aber irgendwie so ein bisschen. Ja, es war halt mehr da, aber du hast schon recht, das ist natürlich es passt jetzt ja auch Oscar-Material. Also ich hätte, glaube ich, im Vorfeld nicht mehr erwartet, aber es wurde so aufgebauscht. Und dieser Schurke passt sich halt der Prämisse an. Und diese Prämisse ist halt im Prinzip das gleiche wie bei Transformers, das ist der Allspark, bei Avengers, das ist der Tesseract und bei hier Justice League sind halt die Multiboxen. Ne? Das sind halt letztlich auch nur, wir brauchen halt irgendwas, damit das hier irgendwie mal, damit die aufeinander knallen. Und ich glaube, ich bin da einfach reingefallen, sage ich mal ganz ehrlich, auf dieses Promotion-Blabla. Werner, was sagst du zu Steppenwolf 2.0? Mir hat er sehr viel besser gefallen als im 2017er Schnitt, einfach weil er hier wirklich bedrohlicher wirkt, bedrohlicher aussieht, besser austeilt. Er bekommt ein bisschen Hintergrund spendiert, ne? Weil ja gesagt wird, was da passiert ist. Man weiß, wieso er das macht, also die Motivation ist auch zu erkennen. Und von dem her ist dieser Steppenwolf
eine runde Sache, ohne dabei allerdings irgendwie, dass man sagen kann, dass er der beste Bösewicht aller Zeiten ist. Also er ist besser, aber nicht großartig. Aber gut. Also mir hat er ein bisschen besser gefallen. Also das CGI ist deutlich besser. Es gibt ja auch mal Stellen, wo er dann irgendwie seine Rüstung so ein bisschen zurückfährt. Werde ich jetzt nicht so viel verraten, aber das sieht man auch schon auf den Fotos in der IMDb. Aber wer gar nichts wissen will, hat jetzt hier einfach weggehört. Und CGI ist besser. Ich finde auch, dass man das ein bisschen mehr zur Geltung kommt, dass ein Schauspieler wie Ciaran Hinds dahinter steckt. Es gibt ein, zwei Szenen, wo der durchaus auch mal irgendwie so ein bisschen mehr Facetten zeigt. Am Ende des Tages ist es aber halt, und da kann ich mich Stu anschließen, es ist so ein Einwegbösewicht, den sie vielleicht ein bisschen mehr ausgeformt haben, aber letzten Endes geht seine Reise am Ende, wenn auch auf eine andere Art, genau dahin, wo es auch in dem anderen Film war. Und ja, es ist, der ist halt so ein bisschen der Villain der Woche, ne? Was ich vergessen habe zu sagen, eine ganz wichtige Sache. Hier tut er uns halt eben nicht immer nur mit Mutter, Mutter, Mutter voll heulen, ne? Ja, also, oh. Das macht ihn hier auch erträglicher neben den ganzen anderen positiven Sachen. Von dem her, ja, du denkst, das ist auch ein Pluspunkt. In diesem Teil ein Chefkomplex, kein Mutterkomplex. Du denkst nicht, dass er irgendwie ein Geschenk für Muttertag sucht. Genau. Das weiß ich zum Glück schon ganz. Sorry, Andi, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Nee, aber da, wo er den Helm mal absetzt und dann eben, wie gesagt, wenn er auch mal halt dann spricht und die Mimik und so siehst, dann sieht man auch, dass CGI besser ist und da sah er eigentlich fast ein bisschen putzig aus. So ein bisschen leid getan hat er mir da irgendwie. Zum ja. Stipsnäschen. Das war die Meinung zu Steppenwolf von unserem Steppendackel. Putziger Kleiner. Ja, es gibt auch einen anderen Schocken, aber zu dem würde ich sagen, reden wir im Spoiler-Part dann ein bisschen mehr. Kommen wir mal zu dem, was so einen Superheldenfilm ja auch ausmacht, nämlich die Superhelden. Von denen gibt es ja einige in dem Film. Und ich bin dafür, dass jeder einfach mal frei Schnauze, und zwar nur den Namen zu sagen, welcher der dortigen, ja, würde ich schon sagen, Avengers, Gott, ich bin echt durch, dieser Justice League-Mitglieder, euch in dem Film am besten gefallen hat. Einfach nur den Namen. Werner, fang mal an. Cyborg. Gut, oder Andi fängt an. Gut. Entschuldigung, ich dachte jetzt, wir so spontan, so aus der Pistole raus. Aber egal. Gut, wir haben Cyborg bei Andi. Was sagt der Werner? Flash. Flash? Der Dominik sagt? The Flash. Der Flash. Aber der wirkt doch Frauen, Leute. Nein, Entschuldigung. Ich bin bei Cyborg. Aber meine zweite Wahl wäre auch nicht der Flash gewesen. Werner, du als unser Zack Snyder-Guru darfst jetzt aussuchen. Reden wir zuerst über The Flash oder zuerst über Cyborg? Ich würde sagen Cyborg. Okay, gut. Cyborg war in der Josh Whedon-Fassung nicht mehr als ein Plot-Device, seien wir ehrlich. Der stand da halt rum und wenn irgendein technisches Gerät manipuliert werden musste, da war er zur Stelle. Ansonsten war das echt eine sehr armselige Figur. Also nicht nur wegen seines Schicksals, sondern auch, was er da zu tun hatte. Und es gibt ja auch, es ist ja auch dokumentiert, dass der Darsteller Ray Fisher und Josh Whedon nicht das beste Verhältnis zusammen hatten. Hat der nicht irgendwie wegen Belästigung beschuldigt oder sonst was? Ja, oder auf jeden Fall. Was heißt Belästigung? Keine Ahnung, was da war. Aber irgendwie hat er sich doch nach dem Dreh über den aufgeregt, dass der sehr unangenehm war. Also ja, Ray Fisher über Josh Whedon. Ja. Ja, egal. Ja. Aber das ist ein Thema für einen eigenen Cast. Ja, ich habe auch versucht, vom Cast das ein bisschen zusammenzufassen zu können, aber es ist echt sehr komplex und sehr wuchtig, das Thema. Ja, und jetzt im Snyder Cut, muss ich sagen, war ich wirklich von dieser Figur begeistert, weil sie, wie ich finde, eines der Kernelemente wunderbar verkörpert. Und das Thema ist für mich Trauer und Traumata. Und Chapeau auch an Ray Fisher. Ich meine, der Mann hat im Prinzip nur die linke Gesichtshälfte. Ansonsten ist an dem halt nichts menschlich. Und trotz allem ging er mir nahe. Andi, warum hast du Cyborg zu deinem Nummer 1-Pick ernannt? Ja, ich fand diese Flashbacks eigentlich sehr schön. Also mit seinem wie nennt man es, Origin-Story halt einfach. Also hier Football-Spieler und so, der dann halt beim Autounfall alles, also, oh, Spoiler, Entschuldigung. egal, nee, aber diese Flashbacks fand ich cool. Und was ich dann auch cool fand, dass er mal das erste Mal, also
irgendwie, wo seine Fähigkeiten dann erklärt werden, von seinem Vater auch und so, und dass er halt eben nicht nur super kräftig ist und das, sondern er ist ja auch halt durch seine technische Software-Überlegenheit und so, kann er halt noch ganz viele Sachen machen. Und das fand ich mal lustig. Das habe ich von einem Superhelden noch nie gesehen, dass er halt einfach mal irgendwie in irgendeine Art Überwachungskamera, was auch immer das war, so ein Überwachungsgerät einhackt, wo er ganz viele so Szenen aus Gotham sieht und dann sieht er, wie diese Frau aus der Wohnung rausgeschmissen wird und mit seinen Software-Skills irgendwie hackt er sich in die Bank rein und haut er einfach ein bisschen Kohle aufs Konto. Das habe ich noch nie gesehen von einem Superhelden. Das fand ich halt total cool. Das fand ich irgendwie so ungewöhnlich irgendwie. Und am nächsten Tag geht der Besitzer des Kontos: Ja, klein Becky, wir können dir endlich die lebenserhaltende Operation leisten. Oh, verdammt, wo ist das Geld hin? Obwohl das so, durchaus, gut, da können wir im Spoiler-Part vielleicht was zu sagen, aber ich fand wie das visuell umgesetzt war, wie er hackt da. Sehr komisch, da habe ich mir auch einen Screenshot gemacht, einen Erinnerungsscreenshot, da kommen wir aber vielleicht auch später erst drauf. Da gibt es noch genug in der IMDb. Das fand ich irgendwie nett, dass ich irgendwie so die Backstory von dem fand ich so ein bisschen ungewöhnlich und halt eben auch recht gefühlvoll und sympathisch irgendwie. Ich meine, es war jetzt auch nicht super Neues. Irgendwie, dass halt irgendwie so ein Typ erstmal sich als Aussätziger dann fühlt oder so als Opfer und dann muss er erst seine Stärke erkennen und bla bla bla, mit großer Stärke kommt auch große Verantwortung und so, keine Ahnung. Aber irgendwie, ich fand es nett und außerdem, wie gesagt, hat er halt dann eben für die später in dem Film halt auch eine Rolle gespielt und man hat das eben abgekauft eben und war nicht halt wie so ein Dosenöffner den ganzen Film einfach nur. Ja, also Ray Fisher hat ja gesagt, dass fast alle Szenen aus der 2017er Version von ihm neu gedreht waren. Und im Nachhinein, wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, also fast alle Szenen, die wir hier haben von ihm, sind 2017 nicht drin gewesen. Ja, höchstens mal in einem Trailer, also da kann man durchaus eine Rückblende irgendwie sehen, wie er da Football spielt. Das kann ich ja jetzt wohl erzählen. Ich muss sagen, also Cyborg hat mir hier auch besser gefallen. Ich fand die Figur jetzt auch im Whedon-Cut nicht uninteressant. Da hat man aber gemerkt, dass da einfach viel zusammengestaucht wurde. Also da gibt es ja zum Beispiel eine Szene, wo er auch da mit seinem Vater steht und die ist auch relativ ähnlich wie hier. Aber da wird das dann schnell abgehandelt. Ja, ich habe diese Kräfte und jeden Morgen kriege ich ein neues Update dazu. Und so dieser innere Konflikt und sich dann auch der Gruppe anzuschließen, das wurde da unglaublich schnell abgefrühstückt. Und hier hat es im Hinblick auch auf seine Vergangenheit durchaus besser für mich funktioniert. Ich muss auch diesen Ray Fisher loben. Ich meine, der ist ein Theaterschauspieler tatsächlich eigentlich nur. Ne? Der war jetzt, glaube ich, in der dritten Staffel, True Detective war der, glaube ich, vorhin hiernach dann noch drin, auch von Warner, Glückwunsch. Aber hier, muss ich sagen, gefällt er mir wirklich gut. Und da hat dann Zack Snyder auch wirklich sein Versprechen eingelöst, dass der so das Herzstück des Films ist. Ich will nicht sagen, dass er der absolute Mittelpunkt des Films ist, aber er hat eigentlich so die schönste Arc, was dann wiederum aber so ein bisschen zu Lasten dessen geht, was durchaus auch für Arcs im Whedon-Cut zustande kommt. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja, das ist lustig, weil hier war es nämlich genauso wie jetzt beim Stu mit Steppenwolf, weil hier habe ich halt zum Beispiel das gehört, dieses Zitat so von wegen, Cyborg ist das Herzstück und der ist jetzt so super. Ich fand ihn super, aber trotzdem hatte ich jetzt halt schon die Erwartung und so und deswegen war ich jetzt nicht so positiv überrascht. Ich fand ihn gut und ich habe ihn jetzt ja auch als meinen Lieblingscharakter ausgewählt, aber so gerade gegen Ende oder zwischendurch, ich meine, klar, es sind so viele Charaktere, aber eben wie du gerade gesagt hast, so das Herzstück fand ich ihn jetzt dann doch nicht. Also er hatte natürlich viel mehr zu tun und viel mehr Backstory und so alles, aber ich dachte nämlich auch, dass er noch eine größere Schlüsselrolle spielt und so, aber das waren eben die Erwartungshaltungen so ein bisschen. Ja, eigentlich genau. Schon toll. Also da bin ich bei Andy, weil ich persönlich, ich habe ja auch schon lange vorher gehört, wo Zack Snyder gesagt hat, Cyborg ist das Herz der Justice League, das Herz des Films und so etwas, ne? Und ich gebe den Punkt, dass er das Herz des Films ist, das sehe ich noch ein, einfach weil er so von der Origin-Story her noch das meiste abkriegt, am besten inszeniert ist und das auch wirklich sehr gut funktioniert hat. Ne? Also der Charakter, die Figur, Schauspieler, das funktioniert super
Und da kann ich eben, wie gesagt, auch verstehen, dass Leute sagen, er ist das Herz des Films. Aber, um zurück zu das zu kommen, was der Andi gesagt hat, ich sehe ihn nicht als Herz der Justice League, weil, ja, dafür tut er nicht genug fürs Team insgesamt, um das zusammenzuhalten, motivieren und so etwas, ne? Das ist ja wie schon 2017. Also, da würde ich dann als Herz der Justice League dann doch eher Bruce Wayne sehen, der das Team ja zusammentrommelt, wie jeder weiß. Und eben auch diese Rolle weiterhin dann ausfüllt. Ja. Okay, Flash ist abgehakt. Ach Quatsch, Flash ist abgehakt. Cyborg ist abgehakt. Flash kommt jetzt. Das ging ja schnell. Ja. Du Schlingel. Wir kommen bald zur Handlung. Wow. Ich mochte Flash deswegen, weil Zack Snyder ist, wie ich schon jetzt im Verlauf dieser einen Stunde irgendwann gesagt habe, nicht gerade für seine heiteren Momente bekannt. Und Justice League, also der Snyder Cut, ist auch sehr düster und sehr bedeutungsschwanger und sehr dramatisch. Aber es gibt halt noch Flash und der fügt halt immer so diese heitere Momente ein. Und das tut dem Film unglaublich gut, denn wo Man of Steel meiner Meinung nach so schwer ist, dass es irgendwann schon peinlich ist, wie ich finde, fügt halt diese lustige Figur, die aber auch wichtig ist und die auch durchaus ihren Pack zu tragen hat, darf dazu, dass es halt ein bisschen abwechslungsreicher wird. Dominik, gehst du da mit oder bist du da anderer Meinung? Ja, ich habe den Flash als meinen Lieblingscharakter genannt, also natürlich gehe ich da mit. Hätte ja auch sein können, dass du ihn genannt hast, weil du findest, der hat die schönste Frisur von allen. Ja, das so oder so. Okay. Er hat eine bessere Frisur als in Fantastische Tierwesen 2. Nein, Ezra Miller, muss ich sagen, hat mich schon in der Whedon-Version interessiert, aus dem Grunde, weil ich das Gefühl hatte, und das war schon damals bei den Trailern 2017 so, wenn er auf Bruce Wayne trifft und dann sagt, warum sitzt ein Fremder in meinem zweitliebsten Stuhl oder Sessel? Da kam für mich irgendwie durch, der halt die Comics nicht kennt, dass Flash eventuell so eine Art ja autistischer Superheld eigentlich sein könnte. Und das fand ich einen interessanten Ansatz, aus dem man jetzt hier zwar nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, aber trotzdem finde ich, dass Ezra Miller, ich meine, das ist sein allererster Film in dieser Rolle und er ist wirklich goldrichtig einfach und sein Humor lockert das Ganze auf und vor allem hat er natürlich auch so diese naive Unschuld. Also Ezra Miller bringt das unglaublich gut auf den Punkt, dass er irgendwie vertrottelt ist und zugleich dann aber auch Berührungsängste hat, was durchaus auch wieder was Autistisches in sich birgt für mich. Aber er ist nicht doof oder blöd. Ja, er bringt das so unglaublich verspielt und mit so einer kindlichen Begeisterung rüber, die aber nie irgendwie albern oder infantil oder sonst was wirkt. Also schöne Szenen sind da einfach. Da gibt es zum Beispiel diese, wo er Wonder Woman kennenlernt. Und er dann irgendwie sagt, das ist ja, glaube ich, auch schon Whedon Cut, er sagt irgendwie, ich bin Diana, hallo Barry. Also das... Das ist einfach wahnsinnig herzlich. Das kann man vielleicht auch damit abtun, dass es irgendwie ein Abklatsch des Tom Holland Spider-Man ist. Ich mag es für sich genommen, aber trotzdem sehr gerne. Und ich muss sagen, ich möchte diesen Flash sehr, sehr gerne sehen, wiedersehen, wenn auch nicht in einem Film von Andy Muschietti. Aber das gehört woanders hin. Ja, ich fand es fast irgendwie, also ich fand auch viele Gags von ihm ganz cool und jetzt so im Kontrast vor allem fand ich es halt dann, wie das du schon gesagt hast, nötig, dass es halt nicht so bierernst ist wie Batman vs. Superman, aber ich war überrascht, dass es noch so viel ist eigentlich, also weil der hat schon echt viele Witze gerissen. Ich habe mich jetzt nur gefragt, ihr habt ja den Justice League erst gesehen, war da außerhalb vom Flash noch mehr so One-Liner-Gag-Humor drin oder so, dass es da schon wieder genervt hat, oder? Weil... Eben, ich hatte nämlich auch in dem Hinterkopf, dass es mich da gestört hat und jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum hat es mich jetzt hier eigentlich weniger gestört, obwohl der ja doch viel am Witzeln ist und so, aber das hat gerade noch so gepasst, also ich fand, es war an der Grenze. Jason Momoa hat durchaus auch mal trockene Sprüche, aber der würde ich sagen, bedient eine andere Humorschiene als Ezra Miller. Nee, und ich finde halt eben, was hier die Sache eben besser macht, ist, dass es bei The Flash eben passt mit dem Humor, ne? Also diese ganzen lockeren Sprüche und Witze und alles, was es 2017 gab, die haben halt eben zu den Charakteren nicht wirklich gepasst, ne? Bruce Wayne oder alias Batman, der da am Boden liegt und sich darüber beschwert hat, was blutet,
das hast du hier nicht, aber dafür hast du was Lustiges von Flash. Und das passt halt eben perfekt. Sowohl vom Charakter her, als auch vom Schauspieler, wo das so super rüberkommt. Also, ich habe ihn deswegen als Favorit gewählt jetzt hier. Einfach, weil der Humor bei ihm richtig platziert ist, richtig angewendet wird, richtig dargestellt wird von Ezra Miller, ne? Und was halt eben auch wichtig ist, die Fähigkeiten von ihm werden in diesem Film anders und besser dargestellt. Das finde ich eh spannend, dass eigentlich Cyborg und Flash die Schlüsselszenen, sagen, von ihren Fähigkeiten dann noch am Schluss für den Erfolg der Mission sozusagen schon fast haben. Weil ich meine, Aquaman, Wonder Woman, die sind natürlich alle super stark oder so, aber jetzt sagen wir mal die Schlüsselszenen, wo wir vielleicht im Spoiler-Part nochmal drauf kommen, haben ja eigentlich diese zwei Newcomer da. Das fand ich ganz cool eigentlich. Dass sie ihre Fähigkeiten halt auch mal wirklich einsetzen und nicht nur so anderen, Leute zusammenschlagen. Die anderen sind eher so die Krieger, während Cyborg eher so das strategische Gehirn ist und Flash, ja, ist eigentlich so sein Sidekick, was das angeht, könnte man eigentlich fast schon sagen. Also insbesondere im Finale, beziehungsweise in dem, was so ähnlich ist wie in dem Whedon-Cut, da kommt das eigentlich am meisten zum Tragen. Oder aber eben, wo sie eigentlich gemeinsam, unabhängig voneinander, zusammen dazu beitragen, dass sie eben Superman wiederbeleben können, ne? Das ist auch großartig gemacht, also, aber da kommen wir später zu. Ja. Wir haben den Humor abgehakt. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Drama reden. Drama, Baby, Drama. Werner hat es jetzt zu Beginn erzählt, Zack Snyder hat seine Tochter verloren, die hat sich ja das Leben genommen 2017 und der Film ist ihr ja auch gewidmet und ich finde tatsächlich, dass man irgendwie es merkt, meiner Meinung nach, dass Zack Snyder hier auch durchaus ein bisschen was verarbeitet, wenn es um das Thema Trauer, Verlust und Traumata geht. Ich finde ganz ehrlich, es ist ihm noch nie gelungen, so gut ernste Themen zu behandeln, in seinem Komfortbereich, das sei ehrlich gesagt. Das ist jetzt kein Michael Haneke oder kein Ken Loach. Ja, also das, ne? Aber ich fand, der Film hat das wirklich geschafft, mich stellenweise sehr zu bewegen. Mit dafür verantwortlich ist auch Joe Morton, der spielt den Vater von Cyborg. Dominik, wie ist es bei dir und dem Drama in Justice League, nicht um Justice League? Also, ja, ich kann mich dir da insofern anschließen, dass das, glaube ich, der erste Zack-Snyder-Film ist, oder auf jeden Fall der erste dieses Universums, wo ich ihm emotionale Momente zwischen Figuren tatsächlich abkaufe. Ob das jetzt zwischen Flash und einer anderen Person ist, wo ich jetzt nicht so drüber rede, aber man sieht es eigentlich auch im Trailer. Oder aber vor allem die Szenen mit Cyborg. Und da merkst du schon, ja gut, das ist natürlich alles jetzt nicht nachgedreht worden an der Stelle hier. Aber ja, so eine gewisse Wehmut durchzieht das tatsächlich, insbesondere mit Cyborg, die nicht aufgesetzt wirkt für mich. Und ich muss auch sagen, also ich meine, als ich das irgendwie gehört habe mit diesem, ja, vor Autumn irgendwie im Abspann, dachte ich mir so, ja komm, das ist eine Marketingmasche. Aber ich muss sagen, es also man merkt schon, dass der Verlust seiner Tochter ihn dahingehend ein bisschen verändert hat. Der hat irgendwie ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen bekommen in emotionalen Szenen. Ich kann das jetzt gar nicht mal so beschreiben, aber es gibt ja zum Beispiel auch Momente mit Lois Lane, der hier durchaus mehr Platz einräumt, an welchen Stellen, da kann man drüber streiten oder insbesondere wie das zum Tempo und Pacing des Films passt. Aber mich hat das eigentlich zum ersten Mal überzeugt, tatsächlich. Also im Kontrast zu sowas wie Man of Steel und Batman wie Superman, wo für mich manches entweder so drüber war, dass es unfreiwillig komisch ist, oder aber wo es einfach, ja, nicht funktioniert hat mit dem, was drumherum ist. Aber da gehe ich im Man of Steel Cast drauf ein. Andi, du schnaubst schon so komisch. Ja, ich fand's jetzt nicht eben wie in anderen Filmen, wo es halt einfach scheiße ist. Ich fand's jetzt hier halt, mich hat's nicht gerührt oder berührt oder sonst was jetzt, das kann ich jetzt nicht behaupten, aber ich fand's jetzt auch nicht aufgesetzt oder nicht daneben oder so. Aber ich fand jetzt nicht, also ich meine, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, diese ganze, das war ja noch in dem Vorgänger, wo halt Superman stirbt, diese ganze Sachen darum, finde ich,
fand die einfach kacke. und auch wie dann irgendwie Amy Adams dann nochmal reingedrückt wurde, so, ich meine, vielleicht kommt dann noch mehr, weil sie ist ja der Schlüssel, egal. Aber sie ist ein Plot-Device. Ja, furchtbar, also da kommen wir später auf jeden Fall noch drauf, das fand ich ganz schlecht. Aber ja, das stimmt schon, dass die mit Cyborg und seinem Vater, das war schon emotional. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst mit Flash und seiner, also ich meine, ja, ich weiß schon, welches Pärchen in Anführungszeichen du da eventuell meinen könntest, aber das war ja... Ja, so ein Gag, dachte ich jetzt. Also so eine Trailer-Szene oder so. Ja, vielleicht passiert da noch was. Ja, das ist schon klar. Aber wie gesagt, Drama, wie gesagt, es geht ein bisschen, nee, es geht für mich nicht über Standardware hinaus. Es war halt einfach nur nicht kacke. Es war okay, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber ich fand es nie berührend oder ergreifend oder so. Vor allem finde ich halt eben, dass es gar nicht so viel Drama war, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, das Dramatischste, was wir hier haben, ist die Geschichte rund um Cyborg. Und das Drumherum, was da eben an Drama dazukommt, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie ja etwas, was auf die Tränendüse drückt oder so etwas. Oder wo man eben groß dann trauern muss. Sondern halt eben einfach, das sind weniger schöne Momente für die Superhelden. Und das war's. Also dieses ganz große Drama sehe ich nicht von Cyborg abgesehen. Ich auch nicht. Also ich würde niemals sagen, dass mich jetzt der Film irgendwie übermäßig emotional berührt hat. Das auf keinen Fall. Das ist bei mir aber generell ein bisschen schwierig. aber es hat für mich zum ersten Mal funktioniert, im Gegensatz zu seinen anderen Filmen. In Man of Steel kaufe ich ihm diese Szene einfach nicht ab. Im Kontrast zu dem, was er abseits dessen treibt, emotional mit dem Superman-Charakter. Und auch in Batman wie Superman wirkt es manchmal einfach auf mich. Ich kaufe ihm das nicht ab. Und hier habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass er an der Figur Cyborg wirklich in emotionaler Weise interessiert ist. Generell, dass er sich hier tatsächlich ein bisschen mehr als gewöhnlich, vielleicht kommt das auch durch diese ganze Figurenkonstellation dieser Gerechtigkeitsliga, dass er sich hier irgendwie emotional ein bisschen mehr an die Figuren binden kann als gewöhnlich. Ja, und auch mit den Underdogs und so, hast du halt ein bisschen mehr vielleicht Interesse so an dem seiner persönlichen Stimmung, weil ich meine, in Superheldenfilmen, wenn da irgendjemand verletzt wird oder drauf geht, kannst du kein Gefühl erzeugen, weil du weißt, der steht gleich wieder auf, ist ja wurscht, aber so in die Richtung. Also da musst du schon dir neue Sachen ausdenken, wie die Backstory von so eher so einem Underdog oder so einem unbekannteren Superhelden Charakter halt irgendwie, weil ob Superman noch 40 Mal stirbt, interessiert mich nicht. Und wenn Amy Adams dann da heult und so, dann berührt mich das jetzt auch nicht so richtig. Egal, es ist... Okay, Edim, wir sind jetzt schon fast 80 Minuten im Game, das heißt, wir haben 2,5 Kapitel von Justice League Snyder Cut geschafft. Wir reden jetzt aber noch weiter, allerdings würde ich sagen, wir machen jetzt ein Fazit, jeder, für einen Film und dann wird gespoilert. Seid ihr damit d'accord? Jo, gern. Ja. Okay, dann vergeben wir heute mal 0 bis 5 Sesamkörner. Ja, clever, ich weiß. Keine Filmrollen. Ja, wenn ihr wissen wollt, warum Sesamkörner, guckt euch den Film an. Andi, fang du an. 0 bis 5 Sesamkörner und warum? Ich fand ihn besser als die Kinoversion. Das werden wir gleich noch öfters hören. Die Länge fand ich weder störend, ich fand sie, wie gesagt, eigentlich interessant. Ich fand es schwierig, den jetzt zu beurteilen, weil es irgendwie so eine Art Experiment auch ist, weil wie wir schon alles besprochen haben, könnte man bestimmt was ein bisschen kürzen, ein bisschen zusammenstraffen oder so. Aber ich fand die Backstories teilweise gut. Dann wurde es an solchen Geschichten wie dem CGI und so halt auch noch aufgebessert, dass es mich einfach nicht mehr aufgeregt hat wie im ersten Film. Ich musste weniger lachen, weil es jetzt weniger peinlich war. Ja, kein digitaler Schnurri, ne? Aber es hatte immer noch genug Humor. Ich finde trotzdem aus objektiver Sicht, sind immer noch zwei Aspekte in dem Film, die mich nach wie vor stören, die sie nicht ganz rausgekriegt haben, so ungefähr. Und das Ende. Da hat es sich ein bisschen gezogen und da hat es sich dann wirklich so ein bisschen angefühlt, als wüssten sie nicht so recht, was sie eigentlich wollten. Aber sie haben einfach mal alles reingeklatscht, was sie noch auf der Filmrolle hatten irgendwie. Also ich ist echt schwierig, das zu werten. Ich würde ihm 3,5 geben, weil ich fand den jetzt echt super interessant.
aber eigentlich auch durchweg unterhaltsam. Und ich bin halt auch eine Art Comic-Fan und deswegen, wenn man mit dem Genre was anfangen kann, dann passt es schon. So, deswegen überdurchschnittlich interessant auf jeden Fall. Okay. Werner, wie viele Sesamkörner gibst du dem Snyder Cut? Also von mir schon wieder dieses Schubladendenken. Jetzt kommt's, alles gut. Von mir bekommt der Film die bisher beste Wertung, was das DCEU und auch das Snyderverse angeht, nämlich 4,75 Sesamkörner. Also für 5 reicht es nicht ganz. Wir runden auf, komm, mach 5. Komm, es ist der Sack. Ich will Lasse nicht das Herz brechen. Komm, es ist der Sack. Der Säcki. Also komm, 4,75 ist 5. Also komm. Ja, das geht nicht. Es ist, der Film hat halt den großen Kratzer, was die Länge angeht, sage ich mal. Das ist eine Schwäche, die durchaus Gewicht hat, die kann man nicht weglassen. Aber für mich als Fan des Snyderverse, von den Filmen von Zack Snyder, DC und dem ganzen Zeug, bietet der Film eben ganz genau das, was ich sehen will, in dieser Form, wie ich es sehen will. Und hat mir, wie gesagt, super gefallen. Also er hat mich nicht enttäuscht, er hat mir sogar mehr gegeben, als ich eigentlich wollte ursprünglich, aber da kommt ein Spoilercast dazu. Und von dem her, also meine hohen Erwartungen wurden erfüllt. Ich war mega happy, als ich ihn gesehen habe. Und ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass ich nicht aufhöre zu reden. Das finde ich auch noch spannend, weil wir machen jetzt hier Fazit. Sorry, aber ich muss auf die Zeit achten. Dominik, bitte? Auf die Zeit, du? Ja. Bei 80 Minuten. Ja. Ich habe hier eine klare Vorlage bekommen. Dominik, deine Wertung bitte. Meine Wertung, also, ach Gott, wie formuliere ich das jetzt? Also, ich bin bekanntlich kein großer Freund dieses Universums. Damit bin ich genau das Gegenteil von Werner. Meine Erwartungen an diesen Streifen waren bescheiden. Ich dachte, mich erschlägt diese Lauflänge und irgendwie 1000 Zeitlupen sorgen dafür, dass ich Migräne bis ins Valhalla habe. Stattdessen habe ich mich über weite Strecken tatsächlich relativ gut unterhalten gefühlt. Ich habe meine Probleme mit der Länge, ich habe meine Probleme mit dem Erzählrhythmus und damit, dass die Handlung nach wie vor auf den Bierdeckel passt. Dass diese ganzen Sachen, die jetzt auch per Nachdreh dazugekommen sind, ja, so Gizmos sind, die mir letzten Endes nicht viel bringen, über die sich Fans allerdings sehr freuen. Ja, so muss ich dann, und Werner wird wahrscheinlich schon gerade hibbelig, ich muss dem Film tatsächlich die beste Wertung eines Snyderverse-Films geben. 2. Ich schwanke zwischen 3 und 3,5 von 5 Sesamkörnern. Es dürfte allerdings auf. Eher Richtung 3 ausschlagen. Aber für mich ist das tatsächlich, also ich habe diesen Film weder jetzt übermäßig genossen, noch hat er mich irgendwie verärgert. Er hat mich tatsächlich sehr gut unterhalten an manchen Stellen. Was auch damit zusammenhängt, dass ich den Whedon-Cut eigentlich ganz okay fand und das Grundgerüst hier ja zumindest sehr ähnlich ist. Okay, gut. Ich will ehrlich sein, ich mag die Kinofassung. Ja, schlag mich bitte. Aber ich finde die in mehreren Punkten interessant. Unter anderem auch ein Nebenpunkt, weil es ein gescheiterter Film ist. Und das macht ihn irgendwie auch spannend. Nichtsdestotrotz ist der Snyder Cut ganz klar vorzuziehen. Es ist der bessere Film. Es ist, ich überlege gerade, es ist, glaube ich, auch wirklich für mich der beste DC-Film in diesem Superhelden-Kosmos. Es ist ganz klar der beste Snyderverse-Film, ohne Frage. Oh ja. Und es ist für mich wirklich ein Film, der den Begriff Superhelden-Epos wirklich ausreizt, definiert. Der Film ist zu lang, er ist zu überfüllt, er ist überdimensioniert, er ist fürs Heimkino eigentlich viel zu schade und er ist unglaublich ausladend und stellenweise vielleicht sogar ein bisschen anstrengend und übersättigend. Aber ich hatte das erste Mal so richtig das Gefühl, okay, ich verstehe den Mann gerade, was er da macht. Dass da eine gewisse Antriebskraft drin war. Und die war durchaus emotional und vor allem hatte ich wirklich das Gefühl, okay, hier ist jemand, der seine künstlerische Vision auf Teufel komm raus einfach mal erfüllen kann. Der Film zeigt deutlich, das muss nicht immer was Gutes sein, aber nicht unbedingt was Schlechtes.
Und ich war wirklich, und ich will ehrlich sein, ich hätte es so abgefeiert, wenn der Film scheiße wäre. Dann könnte ich auf den Film einfach draufhauen, weißt du, so, hier, nimm das, du Scheiß, hier, release das Thundercut, ja, von wegen, das habt ihr jetzt davon. Aber ich... Was meinst du, wie enttäuscht ich war? Ja, aber ich will ehrlich sein, ich fand, der war richtig, richtig gut. Ich freue mich auf eine Zweitsichtung, die wird aber garantiert nicht in den nächsten paar Wochen kommen, weil, wie gesagt, das ist echt ein Brett von Film. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe 4 Sesamkörner. Und damit sind wir am Ende des Nicht-Spoiler-Parts. Jetzt kommt der wichtige Teil, weil bisher kam ja noch nicht richtig raus, wieso ich den Film so sehr liebe. Bisher hatte ich ja mehr kritische als positive Worte. Von dem her unbedingt dranbleiben, damit man weiß, was ich meine. Ja. Bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr es noch gucken wollt, sage ich es jetzt hier schnell, ihr könnt den Telestammtisch finanziell unterstützen. Guckt einfach in die Videobeschreibung, da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen. Muss auch nicht viel sein. 5 Cent, 1 Euro oder eine Mama-Box, wie ihr wollt. Haut einfach rein. Oh Gott. Und jetzt kommen wir zum Spoiler-Part. Und ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich habe mir bis jetzt eine Stichpunktliste gehabt, die ich abarbeiten konnte. Und bei Spoiler-Part steht nur Epilog und lass Werner machen. Deswegen, Werner, womit willst du anfangen? Ich will einfach nur damit anfangen, dass diese letzte Sequenz mit Batman und Joker in der Nightmare-Szene verdammt großartig war. Also der Dialog, die Interaktion zwischen den beiden, die Chemie, das war so unglaublich intensiv, so richtig, wie man das sehen will. Also wenn man sich anhört, wie die beiden miteinander reden und was die miteinander reden, dann geht einem Fan einfach das Herz auf. Ich würde mich jetzt schon als, also zumindest Batman, ich habe jetzt sonst nicht so viele DC-Comics rumstehen und so. Sie spielen halt hier auf Death and the Family an und so weiter. Aber ich fand das eigentlich einen ziemlich unnötigen Fanservice und vielleicht nochmal so eine Art, es ist jetzt natürlich schwierig, weil man sich nicht unbedingt vorstellen kann, was jetzt danach noch kommt oder so, aber ich fand, nachdem man natürlich alle diese Trailer gesehen haben und so, dachte ich eigentlich, dass diese Nightmare, bla bla bla, wie auch immer man diese Szene nennen will, irgendwann mal sozusagen als alternative Zukunft in dem Film vorkommt, wo es darum geht, das muss abgewendet werden. Und hier hast du jetzt so, das war diese die vierte Post-Credit-Scene gefühlt irgendwie. Und dann reden sie halt, dann fragst du dich erstmal, okay, was soll das? Wieso sind die da? Ich meine, das fand ich ganz spannend, weil man sich dann fragt, hey, was machen die da? Wie kommt's dazu? Ist ja egal. Und man freut sich eventuell ein bisschen auf ein mögliches Sequel oder so. Aber dann unterhalten sie sich über so Batman-Tropes halt, weißt schon. Also hier Jason Todd und so und da. Ich fand das irgendwie, es hatte halt nichts mit der Handlung zu tun und das war halt wirklich einfach so, ja, so ein kleiner Batman-Schwenk noch hinten dran. Also ich fand's nett, aber ich fand's irgendwie auch strange und sinnlos und planlos. Ja. Es passte für mich auch irgendwie nicht so in den Erzählfluss des Films, insofern, dass es sich halt anfühlte wie, also das fühlte sich halt an wie eine Reihe von Post-Credit-Szenen ohne Credits an der Stelle. Und also uninteressant fand ich die Szene jetzt nicht, aber du hast halt deutlich gemerkt, dass das hier die Nachdrehs waren und da war ja irgendwie riesen Heitschi-Bumbaichi von wegen, oh, Jared Leto kommt wieder. Und ich muss sagen, es hat bei mir irgendwie nicht so richtig gezündet. Und ich habe mich schon gefragt, warum man das jetzt hier unbedingt, also klar, es ist schöner Fanservice, aber weißt du, dass man das jetzt hier auch unbedingt in der Pandemie noch drehen musste, obwohl es dem Gesamtwerk eigentlich nicht allzu viel hinzufügt und eigentlich eher einen Ausblick auf was sehr Ungewisses gibt, finde ich es ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja, also weil irgendwie, dann hast du die zweite und bringst du halt Jared Leto zurück, weil Hype, keine Ahnung, und zweite Chance, ich weiß es nicht genau, als Gag, Snyder, keine Ahnung. Der hat gesagt, wieso er die Szene gedreht hat. Ja, das können wir gerne dann noch, aber ich meine, und dann sagt man, ja, lass sie sich halt überall unterhalten, irgendwas müssen sie ja tun und dann, worüber unterhalten sich Batman und Joker am besten, was ist am schockierendsten, was ist am fantauglichsten, natürlich dann diese Jason Todd-Geschichte. Das war nicht schlecht, das hatte ja durchaus auch was von
The Killing Joke so ein bisschen auch, ne? Aber ja. Ja, aber ich habe nicht verstanden, was das jetzt mit dieser alternativen Realität dann dazu zu tun hat und dass sie zusammenarbeiten müssen eventuell. Das war ja nur so ein Diss. Austausch, so ein Word-Battle. Ich glaube tatsächlich, dass das ganze Epilog ein großes Problem hat. Wir sind jetzt, oder wir alle, oder ich weiß nicht, ob Andi oder Binterin ist, aber wir kennen uns halt ein bisschen aus, was da im Vorfeld passiert ist, ja. Wir sind so einer Bubble. Ich stelle mir aber ganz ehrlich vor, wenn jemand, der jetzt nicht so tief in der Materie drin ist und einfach sich denkt, komm, ich habe Bock auf Superman, Batman und Wonder Woman und guck mir diesen Film an, dann schon ein bisschen seltsam guckt, wenn dann dieser Epilog kommt. Für mich ist das wirklich so, Zack Snyder gibt einen Vorausblick auf seine Ideen, auf seine Pläne für die Zukunft dieses Franchises, was ja aktuell einen Weg geht, mit dem er nichts mehr zu tun hat. Und wir wissen nicht, ob er vielleicht doch noch einsteigt, das wird die Zukunft zeigen, ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen. Ich fand trotz allem die Joker-Szene in der Hinsicht auch wieder interessant, weil da ja auch wieder das Thema Tod und Trauer aufkommt. Und das zieht sich halt für mich wie so ein roter Faden durch den Film. Trotz allem will ich ehrlich sein, ich habe mir dann auch gefragt, ich fand die Szene ganz gut. Ich war jetzt nicht so begeistert, weil ich will ehrlich sein, ich finde Jared Letos Joker, egal ob jetzt Suicide Squad oder hier, ich weiß nicht, ich finde den, weiß nicht, der hat für mich keine richtige Ausstrahlungskraft oder nicht die Ausstrahlungskraft, die ich von einem Joker erwarte. Aber irgendwie ganz ehrlich, also habe ich mich gefragt, was hätte es nicht gebraucht. Sie haben sie ein bisschen runtergedreht, das fand ich lustig, wenn man es back-to-back mit der anderen Post-Credit-Scene mit Lex Luthor sieht, weil mit dem haben sie mehr oder weniger die gleiche Kur verpasst. Also ich meine, da haben sich ja auch alle bei Batman vs. Superman aufgeregt, was ist das für ein alberner Scheißdreck, genauso wie bei Suicide Squad mit Joker, und dann haben sie ihm die Haare geändert und ihn einfach so ein bisschen runtergefahren. Und das fand ich ganz lustig, nachdem das hintereinander kam. Aber du hattest ja dann noch diese Martian Manhunter-Szene, wo Batman am Strand, am See da steht irgendwie. Das war die erste, glaube ich. Dann hattest du eben hier Deadshot mit Lex Luthor und dann hattest du noch diese alternative Zukunft. Was gab's noch? Gab's nicht noch eine? Doch. Und zwar, das ist nämlich auch ein Grund dafür, wieso ich diesen Dialog so liebe, und zwar das Ende davon, als der böse Superman noch mit auftaucht, weil er die gesucht hat und so etwas. Zusammengezählt, ja. Und dann wacht Bruce Wayne wieder auf und hat schlecht gepennt. Ja, aber das ist halt eben einfach so Ausblick in die Zukunft, was passieren könnte, beziehungsweise was halt eben auch wirklich passiert, wie sich ja dann herausstellt auch. Also, Spoiler, Teil 2 sollte eigentlich ein reiner Nightmare-Film werden. Und wenn ich mir halt eben dieses Ende hier anschaue und auch die Nightmare-Sequenz aus BVS, dann würde ich mir einen zweiten Teil auf jeden Fall anschauen, weil, wie gesagt, das ist unglaublich interessant. Ich hätte da auch Bock drauf. Ja, und vor allem, wie gesagt, gerade dieser böse Superman ist halt etwas, was ich auch unbedingt richtig sehen will. Nicht nur mal ganz kurz so nebenbei, sondern mal ordentlich. Aber was ich wirklich lachen musste, ist folgendes. Joe Manganiello, oder wie der Mann heißt, der spielt ja aus Night of Cups, Entschuldigung. Ja. Du mich auch, Andi, du mich auch. Ist aber kein Voice-Over-Typ, ne? Der spielt ja diesen Deathstroke, so. Und diese Sequenz mit Lex Luthor gab es ja schon in den Kinofassungen, und da war sie wirklich hinter dem Abspann. Ja, Moment, bin ich fertig. Ja. Und da war sie anders und war auch nach dem Abspann, glaube ich, erst. Und schon damals dachte ich mir, der sieht irgendwie total scheiße aus. Das sieht ja echt irgendwie total billig aus. Und dann kommt er in dieser Zukunftsszenerie nochmal auf und er sieht dann noch schlimmer aus. Oh Gott. Ja. Also ich finde, die erste Version, sag ich mal, bei Lex, den muss ich zugeben, die sieht zwar ganz nett aus, die ist okay, aber nicht so der Hammer. Aber in der Nightmare-Sequenz muss ich sagen, da sieht er schon ziemlich cool aus. Auch von der Frisur her, also. Aber das ist dann halt eben reine Geschmackssache. Ja, gefallen, nicht gefallen. Klar. Und ich muss auch sagen, dass, und jetzt kommen wir zu dem Unterschied von der Lex Luthor-Sequenz, Kinofassung Snyder Cut. Ich glaube, da kann mich jetzt gerne der Werner berichtigen, für mich klang das so, als wäre es so ein Foreshadowing für den The Batman, den halt Ben Affleck mal drehen und spielen sollte. Ja. Genau, richtig. Und das hat mich auf diesen Film heiß gemacht, denn in der Kinofassung sagt ja Lex Luthor zu Deathstroke, komm, ich habe ja jetzt, mach jetzt selbst so ein Team auf, komm mit, wir machen Kegelabend. Und in dem Snyder Cut ist es ja so, dass er sagt, pass auf, ich habe was für dich, und zwar Bruce Wayne ist Batman.
Und dann dachte ich mir, ey, das wäre doch geil gewesen. Hier, Deathstroke jagt Batman in The Batman von und mit Ben Affleck. Ich glaube, das hätte ich gerne. Original gewesen. Wollten sie, glaube ich, so einen neuen, wie heißt es bei DC? Sinister Six oder so ein Schmarrn? Ja. Nee, das war Marvel. So, das ist Marvel. Ja, ja, eben, aber dieses Pendant, das DC. Aber dazu. Es erinnert irgendwie auch schon, so, BBC, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Es hat stark was auch von, den habe ich zwar noch gar nicht gesehen, Spider-Man Far From Home, aber da wird ja am Ende auch der Name ausgepackt. Ja, genau, ne? Ja, ja. Davon hat das was. Aber was ich nochmal sagen kann, also für mich passte es irgendwie auch nicht in den erzählerischen Fluss des Films, weil Batman steht halt gar nicht so im Vordergrund. Und nachdem jetzt so die Justice League durch ist, beziehungsweise sich vereint hat und gesiegt hat, dass man dann plötzlich nur noch so forciert diesen The Batman-Film vorbereitet, jetzt auch noch mit einer zusätzlichen gefühlten Post-Credit-Szene, die auch noch nachgedreht worden ist. Das wirkte irgendwie komisch. Also, ja, da kann man drüber spekulieren, was es wirklich damit auf sich hat. Aber sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, du. Für mich wirkte es halt, dieser ganze Epilog wirklich zu 90% so. Zack Snyder wollte... Macht Werbung. Wollte halt einfach zeigen, wie es bei ihm weitergegangen wäre oder es vielleicht eines Tages weitergehen wird. Von daher fand ich, es war Fanservice. Ob das jetzt billiger Fanservice oder brauchbarer, das ist jetzt liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, Werner ist ja glücklich mit dem, was er bekommen hat. Ich fand es interessant. Ein paar Sachen fand ich spannend. Ein paar Sachen fand ich eher so, ja gut, kann man drüber reden. Ich würde gerne den Epilog hiermit abschließen. Ja. Ich kann vom Epilog ganz gut zu einem Thema kommen, was mich während des Films halt aufgeregt hat. Und zwar, die letzte Szene ist dann ja, glaube ich, böser Superman und so. Und ich habe halt eigentlich gehofft, dass sie es irgendwie umschneiden. Ich habe keine Ahnung wie. Oder dass es halt mit dieser, dass die Nightmare-Szene früher kommt, was auch immer. Und das auch, was mich im Original-Cut auch schon aufgeregt hat. Und jetzt auch, finde ich einfach diese Superman-Resurrection-Geschichte sowas von doof. Ich meine, da hast du halt, da hat irgendein Typ mal im Comic gelesen, hey, Superman ist auch mal böse. Geil. Dann wacht er wieder auf und ist jetzt auf einmal böse und kämpft 2 Minuten gegen die Justice League aus irgendeinem dummen Grund, nur weil er erinnert sich nicht, er weiß nicht, wer er ist und das Selbstverteidigungssystem von Cyborg schießt auf Superman, deswegen ist er auf einmal super böse, voll die Bedrohung und dann kommt Lois Lane um die Ecke, er erinnert sich und dann ist alles wieder gut oder was, also das finde ich so eine dumme Szene. Das ist immer noch besser als im Kino, weil im Kino, da sagt er nur, ja, ich kann es nicht kontrollieren, bumm, und hier sagt er zumindest, ich kann es nicht kontrollieren, das ist das Selbstverteidigungssystem und so. Was. Also es ist nicht macht unbedingt für mich klug, nicht besser, aber es ist nicht klug, aber es ist immerhin besser. Ja, also es ist aber diese ganze Szene kannst du rausschneiden. Also ich meine, wieso muss denn Superman? Das ist nur, nee, ich sehe keinen Grund dafür, außer dass dass Lois Lane noch mal kurz vorbeischauen kann, um mit ihrer Liebe ihn dann zu bekehren oder so. Das ist aber in dem Whedon-Cut noch expressiver an der Ich kann aber die jetzt gerade nicht vergleichen, deswegen weiß ich es nicht. Was der der Snyder-Cut hier zumindest besser macht, ist, im Whedon-Cut ist es ja so, sie kämpfen und dann so verschwindet Superman mit seiner Lois und dann so, wo ist eigentlich Shimawa-Box? Ja, und dann kommt halt Steppenwolf, hopp, sie fertig. Und in der... Oh Gott! Ja, und im Snyder-Cut wird das dann ein bisschen besser gelöst. Das hat auch dann emotionales, dramaturgisches Gewicht. Das hat mir wesentlich besser gefallen als bei Whedon. Ja, absolut. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Also das wie sie es finden, dem, oder meinst du? Mit dem Vater, mit dem also wobei, ach so, ja, das, ja, ja. Hat das eigentlich jemand verstanden, warum der Vater Selbstmord begeht? Weil er sie ja, die grob gesagt, hat er GPS-System eingefügt. Mhm. Dadurch, dass er die Box so erhitzt hat, war sie das heißeste Objekt auf dieser Welt. Und ja, gut, okay. Dann konnten sie es eben finden. Also er hat sich geopfert, was ja so ein Punkt ist. Ich dachte halt, zuerst, er wollte sie halt einfach zerstören. Das hätte mir als Motivation schon gereicht. Habe ich auch erst gedacht. Es hat zwar nicht geklappt, okay, passt schon. Aber dass dann später noch rauskommt, dass er sie so dann irgendwie markiert hat oder so. Aber war ja super clever. Wenn wir jetzt gerade bei dieser Resurrection-Scene sind, ne? Die muss ich sagen, die hat einen der geilsten Momente überhaupt im DCEU-Cut, als sie dort nämlich die Nightmare-Sequenz gezeigt haben. Weil als Flash da wieder mal mit der Zeit spielt, ne, und dann eben diese Vision kommt, also ich als Fan,
Ich bin bei allem ausgerastet, was ich dort gesehen habe. Darkseid in Atlanta. Superman, der halt eben Batmans Maske ja in die Trümmer der Justice League wirft und so etwas. Also das, was man dort zeigt, ist der absolute Hammer gewesen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt bis in den Keller. Ach, stimmt, war dann, wieso? Aber das hat doch Cyborg, hat doch während er an diesem Gerät rumspielt, hat doch da so ein Flashback. Also nicht Flashback, sondern so ein Foreshadowing, was auch immer. Genau, das meine ich. Die Nightmare-Sequenz, die man dort zeigt. Warum hat Cyborg an dem Steuersymbol da solche Visionen auf einmal? Weil Flash durch die Zeit reist. Flash nimmt ordentlich, gibt ordentlich Gas. Und aber das macht er doch nur am Schluss, am Anfang macht er das doch nur um Energie. Na, am Anfang und am wo er den Cyborg will, er doch nur mit Energie vollpumpen. Hast du es nicht gesehen? Die Box, die war schon im Wasser. Er war zu spät dran. Also hat er ein bisschen mit der Zeit rumgedreht. Da ging die Box eine Sekunde lang zurück, damit er rechtzeitig Strom erzeugen hatte was von kann. Tenet. Genau. Ja, ja. Und durch diese Zeitdreherei hat er halt eben wieder einmal so das ganze Universum durcheinander gebracht. Also jedes Mal, wenn er quasi mit der Zeit spielt, passiert plötzlich irgendwie etwas, was halt eben weit wirkt. Das war. Und das hat dann nur Cyborg, oder? In dem Fall hat es halt eben Cyborg-Kette. Bei BVS, sage ich mal, ich schätze mal, da hat Barry Allen abseits der Kamera irgendwie mit der Zeit gespielt, dass auf einmal halt eben Batman da die Vision hatte. Hier hat jetzt eben Cyborg die Vision gehabt, weil Flash wieder mit der Zeit gespielt hat. Und am Ende sehen wir das ja auch wieder, ne? Also Flash. Da stecke ich jetzt nicht so weit drin, wie das funktioniert. Ja, also wie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist nur eine Theorie von gerne, mir. Gerne so. Werner nochmal genauer befragen. Werner bekommt hiermit auf jeden Fall von mir den Spitznamen der Peter Lustig des DCUs. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist. Das war ein Kompliment, Peter. Lustig ist super. Kann ich noch sagen, was mir, weil so Spurenelemente dieser Nightmare-Sequenz, also wo das da angedeutet wurde, ich glaube, an einer Stelle hält doch irgendwie Superman auch irgendwie den total verkohlten Körper oder so, ich glaube, von Lois Lane. Ja. Genau, richtig, das war da. Und hinter ihm kommt Darkseid und legt ihm so die Hand auf die Schulter. Das fand ich echt eine geile Szene. Genau, das meinte ich. Das war da auch in dieser Sequenz, wo sie ihn belebt haben und dann halt eben sehen, was passiert. Und Flash Forward, genau, wortwörtlich Flash, ja. Genau, richtig. Und da halt eben, wie Superman dann eben die tote Lois hat. Und das war unglaublich. Und generell muss man halt eben sagen, dass alle Action-Szenen hier erweitert wurden und verbessert wurden. Also auch der finale Kampf, sage ich mal, ne, mit Batman, der draußen eben mal so richtig abräumt. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das würde zu lang dauern. Aber ich fasse mich sofern kurz. Die Action-Szenen allesamt erweitert, verbessert und großartig. Definitiv. Ja, das fand ich total spannend, weil ich habe dann auch die ganze Zeit darauf gewartet, die tauschen ja bestimmt diesen Showdown nicht aus oder so. Aber das fand ich auch krass irgendwie. Ich kann mich an den ersten, wie gesagt, jetzt nicht mehr so sehr erinnern, aber das war ja total ein peinliches Schrottfest. Also wo eben diese Familie, die Superman rettet oder dieses ganze Haus rumträgt oder lauter solche Sachen. Oder auch das breiten, fand ich charmant. Da breiten sich doch dann diese Pflanzen aus oder was war da noch? Ich weiß es nicht mehr genau. Happy aber jetzt End. Hier war irgendwie, hat mich jetzt nichts mehr so richtig genervt und es war sogar noch diese eine Szene drin, wo dann zum Beispiel Aquaman diesen coolen Move bringt, wo er da mit diesem Typen da so dieses Haus surft und am Schluss so abspringt und so. Es waren ja solche Scherze waren ja sogar noch drin, aber irgendwie war es nicht mehr so peinlich. Das war so ein Trailer-Shot nur noch. Ne? Ja, ja, genau. Wobei es waren auch mehr Szenen, glaube ich, drin von Cyborg, auch beim Kampf selber und so, die ganz cool aussahen, wie er so im Fliegen da so rumballert und so. Also da waren so ein paar neue Shots drin, die jetzt nicht weltbewegend waren, aber das ist irgendwie so ein bisschen aufregender gemacht. Ja, was mich allerdings stört, dass man, also diese Alibi-Familie da in Russland ist ja sehr kritisiert worden, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist natürlich aus meiner Sicht aber auch was gewesen, ja, eben ein Versäumnis der beiden Vorgänger. Und während das im Whedon-Cut aber dann kam, also ist nicht so, dass ich mir jetzt diese Familie zurückwünsche, aber es waren halt wirklich überhaupt keine Menschen da und dann fragt man sich irgendwie, wofür kämpfen die eigentlich, beziehungsweise es kommt dann nicht so richtig rüber, dass sie da eigentlich gerade um das Schicksal der ganzen Welt bangen, beziehungsweise man hätte ja trotzdem sie irgendwie Zivilisten retten lassen können, weil das ist ja irgendwie ein Atomkraftwerk, gut, aber da muss ja irgendwie, also selbst am Arsch der Heide da, ich meine, selbst wenn das jetzt irgendwie Tschernobyl gewesen wäre, da leben ja auch Menschen trotzdem noch, trotz der Strahlung.
Aber das blieb so ein bisschen gesichtslos. Das ist immer ein Problem dieser Filme. Ja, aber das war doch auch deine Kritik bei Man of Steel und auch bei Super, bei BVS, dass es eben zu viele tote Zivilisten und so etwas gibt. Und hier hat man das jetzt mal eben wirklich gar nicht. Also wirklich. Ja, nur. Es ist nur halt völlig unglaubwürdig, dass da keine Sinnbeziehung ist. Ja, gesichtslos. Ich meine, auch wenn sie sterben, bei den ersten zwei Filmen sieht man sie ja nicht. Die sind Sind gesichtslos. Ja, gut, aber in Man of Steel sind die ja trotzdem gesichtslos, aber das Problem ist eher dann das Verhalten des vermeintlichen Helden Superman. Aber also, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wollte ich gerade sagen, das hatten wir. Ja. Ich finde es schon auch so, mir ist es eben auch schon, ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch kurz angesprochen haben, wo du dann eben einmal kurz so in der Mitte des Films oder so auf einmal dann auf Lois Lane rüber cuttest wieder und dann dachte ich mir so, die gibt's ja auch noch. Und dann ist mir auch so ein bisschen eingefallen, so von wegen, da gibt's ja auch noch ja normale Menschen halt, wie gesagt, weil sonst, ich meine, Commissioner Gordon kommt auch noch mal 2 Minuten vor oder so, der leider sonst verschenkt ist, ja, total, und ja. Irgendwie hast du da echt nicht so einen Bezug, das stimmt da, schon, ne? Da ist aber auch bei Lois Lane, da fällt mir sogar eine Szene ein, da ist eine wirklich schöne Plansequenz an einer Stelle, wo sie ja so nach und nach diese Erkenntnis gewinnen, dass sie jetzt Superman wiederbeleben. Und die wird dann einfach jäh unterbrochen. Also es ist eine wirklich schöne Plansequenz, wo jeder der Justice League, diese Motherbox steht im Zentrum und die Kamera kreist um die rum und jeder von denen sagt irgendwie so einen Halbsatz und sie kommen nach und nach auf die Idee und dann bricht das plötzlich ab und wir sehen Lois Lane, wie die irgendwie, weiß ich nicht, Clarks Umhang irgendwie aus der Kiste zieht. Und ich denke mir so, warum schneidest du jetzt da hin? Da merkst du halt, das ist ein Rough Cut. Da ist, die Szene, die hätte man nur woanders hinbringen können. Und das nimmt der Szene, dieser wirklich schönen Plansequenz total die Dynamik. Und das ist leider was sich quer durch den Film zieht, dass immer mal wieder das Tempo und die Dynamik rausgenommen werden. Also mir ist auch aufgefallen, ich habe auf den Timer geguckt, wann der Flash eingeführt wird, beziehungsweise wann Batman auf Flash trifft, und im Whedon-Cut ist das, glaube ich, nach 20 Minuten und hier nach fast anderthalb Stunden. Und das ist schon das echt erste Mal krass. Batman in Montur siehst du auch nach 2 Stunden erst. Ja, das habe ich mir auch angeschaut. Und das hat mich nicht gestört. Und Superman nach 3 Stunden. Fand ich auch okay. Ja, das finde ich schon ganz okay. Ich würde gerne über eine Sache reden, die ich irgendwie enttäuschend fand. Und da bin ich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen der Hype-Train verfallen. Nämlich Darkseid. Wir haben ihn jetzt schon öfter genannt. Darkseid ist ja grob beschrieben der Chef von Steppenwolf. Und Steppenwolf, der Sauron dieses Universums. Genau. Und Steppenwolf will ja die Motherboxen irgendwie versammeln oder alle bekommen, damit er halt bei Darkseid punkten kann, denn der ist halt bei ihm in Ungnade gefallen. Und ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, dass Darkseid von den 4 Stunden 2 Minuten auftritt. Das muss ich zugeben, das hab ich eigentlich genauso erwartet. Das Einzige, was Erwartungen auf mehr geschürt hat, war, dass wir gefühlt alles schon in den Teasern vorher gesehen haben. Weil ich habe eigentlich, bevor wir Darkseid überhaupt gesehen haben, in den Trailern, habe ich mir gedacht, okay, der wird so 1-2 Minuten Screentime haben, ne, am Ende als großer Teaser und dazwischen vielleicht mal kurz, um Hallo zu sagen. Und so ist es ja auch gekommen. Aber als dann halt eben dieses ganze Material schon vorher gezeigt wurde, dachte ich, seine Rolle könnte ja doch größer ausfallen. Aber das war es dann leider nicht, weil ich hätte gerne mehr von ihm gesehen. Es ist halt das wieder das gleiche Problem, mit Doomsday, wollte ich sagen. Oder wie mit der Nightmare-Sequenz einfach. Es sind halt immer so Ausblicke, so Teaser. Ich meine, bei Darkseid war das ja noch okay. Das ist ja Standard, dass der große Bösewicht kurz gezeigt wird für die nächsten Teile. Ja, das hat halt so ein Thanos-Vibe. Wobei ich jetzt sagen muss, also Darkseid, irgendwie ist der nicht so bei mir angekommen. Wobei, ich muss zugeben, ich fand diesen Moment, wo Steppenwolf von Wonder Woman geköpft wird und dann der Kopf von Steppenwolf durch dieses Dimensionsportal vor die Füße, vor allem dann glühen die Augen von ihm noch und dann tritt Darkseid mit dem Fuß drauf. Das war schon geil. Also ich hatte irgendwo bei Nerdkultur so gehört, dass diese Szene irgendwie geben soll. Da dachte ich mir so, aber im Film selber, muss ich sagen, war das echt badass.
was fürs ganze Finale eigentlich gilt, weil ich habe eigentlich gedacht, Spannung wird es in diesem Film nicht geben, weil man kennt ja die Story, man weiß, wo es hingeht, man kennt auch die Geschichte von Zack Snyder selbst, ne? Aber da gab es dann schon so ein paar richtig spannende Szenen in diesem Film, wo ich dann auch beim zweiten Schauen noch mitgefiebert habe, gerade am Ende mit Flash und wo das Ganze dann auch wirklich, ja, schief geht, kann man sagen, ne? Und da habe ich dann schon mitgefiebert, wie gesagt. Und wie das Ganze dann auch optisch gelöst wird, inhaltlich und alles. Also ein Riesenfest in jederlei Hinsicht. Da habe ich halt zum Beispiel gedacht, wo es dann schief geht, dachte ich, kommt es jetzt irgendwie. Ich wusste nicht, wie sie es machen. Ich habe die ganze Zeit auf diese Nightmare-Joker-Sequenz gewartet, dass es halt echt nur so eine Post-Credit-Scene wird, habe ich halt irgendwie nicht gedacht oder nicht gehofft irgendwie. Und deswegen dachte ich, jetzt wenn es schief geht, dann kommt diese Realität und sie müssen es dann doch wieder abwenden. Dann dachte ich mir, jetzt ist aber eigentlich nur noch eine knappe Stunde, halbe Stunde, was auch immer, Zeit und so. Deswegen war ich da ein bisschen, das fand ich auch spannend, jetzt beim einmal sehen, weil ich dann nicht mehr wusste, wie das alles dann zusammenfällt am Schluss. Und deswegen war ich ein bisschen halt enttäuscht. Ich fand es zwar cool, dass dann eben diese Flash-Sequenz, wo er dann diese, wie er da zurück durch die Zeit läuft, in Anführungszeichen, das sah cool aus, finde ich. Das haben sie cool gemacht. Also wo dann diese Straße sich wieder aufwälzt irgendwie und so. Oh, das cool. War toll. Das war toll. Ja, das mochte ich auch. Genau, deswegen, ja, so ein bisschen spannend fand ich es auch. Ich konnte mich jetzt natürlich nicht so sehr an den Whedon-Cut erinnern, aber ich wusste ja ungefähr, wie es ausgeht. Aber eben zum Beispiel diese Szene, wo sie ihn dann so zusammen, diesen Steppenwolf, fertig machen, dann so Köpfe und der Kopf durchs Portal, überhaupt das Portal aufgeht, das war ja in dem Whedon-Cut gar nicht drin, oder? Nee, das war nicht drin, wobei ich mich gewundert habe, dass das immer noch offen ist, als die Motherboxen schon längst wieder getrennt sind. Also dir wird ja eigentlich suggeriert, dass dieses Portal sich dadurch geöffnet hat. Das fand ich ein bisschen seltsam. Vielleicht fährt es einfach langsam runter, wie manche andere Geräte auch. Ja, nur sieht man halt nicht. Also es, ja, man muss es ja auch nicht sehen, ich bitte. Könnte sich ja so nach und nach schließen irgendwie, so von wegen, weißt du, wie so ein Timestamp, den man da irgendwie hat. Aber ja, es ist okay. Was ich noch generell einfach sagen will zu dem Pacing des Films, das ist mir einfach nochmal aufgefallen. Also es braucht ja einfach wirklich unglaublich lange, bis das alles erst wirklich in die Gänge kommt, beziehungsweise bis diese ganze Motherbox-Mythologie, Gott, das hört sich an, bis das einfach wirklich durch ist. Das ist auch schön episch erzählt, das hat schon wirklich so einen Herr-der-Ringe-Vibe, das muss ich zugeben. Ja, klassisch in jedem so Film irgendwelche komischen Höhlenmalereien. Ja, gut, das war ein bisschen forciert, aber ach ja, es war eine ganz schöne Szene. Ja. Es war stimmungsvoll, das muss ich zugeben. Generell hat mir Wonder Woman, ich weiß nicht warum, mir gefällt die hier besser als in ihren eigenen Filmen. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, dass, wenn man jetzt so an den Whedon-Cut denkt, dass der trotzdem so diesen Status quo für mich irgendwie besser herstellt, weil der hat so diese, Werner wird wissen, was ich meine, diese Everybody Knows Sequenz, wo eigentlich so die Situation der Welt ganz kurz umrissen wird. Also Superman ist tot, die Welt trauert, warum auch immer, das muss man in beiden Filmen hinterfragen, warum sie ein totes Alien weltweit betrauern, aber Lois Lane wird gezeigt, es wird gezeigt, dass Martha Kent aus ihrem Haus fliegt, also Whedon hat eigentlich, also ich finde diese Everybody Knows-Sequenz tatsächlich eleganter vom Pacing als das hier. Und generell finde ich auch, ich weiß nicht, ich finde tatsächlich auch dann die Szene, die Snyder gewählt hat, um die Credits irgendwie einzublenden, nicht so toll. Also wie Bruce Wayne da einfach nur durch den Schnee reitet. Und ich fand da die Musik leider auch, generell bin ich mit der Musik, also die von Junkie XL war mir teilweise zu drüber und die Musikauswahl in manchen Szenen war wirklich merkwürdig, also ich greife da mal diese Aquaman-Szene raus. Ja. Die wirkt wie so ein Wodka-Werbespot. Ich fand's eigentlich, ich glaube im Whedon-Cut war das ja so ein Rocksong, oder? Ja, kann das sein? Passte besser. Ich fand's aber da auch schon ein bisschen peinlich, weil ich die Szene an sich so peinlich finde, weil du einfach nur sehen sollst, was Jason Momoa für ein geiler Typ ist irgendwie. Also, ey, das finde ich so zum Kotzen, diese Szene. Und hier fand ich es dann eigentlich ganz lustig, dass er eventuell versucht hat, das so ein bisschen aufzubrechen, dass es halt nicht so eine Poser-Szene ist, sondern so ein bisschen witzig irgendwie. Es ist aber trotzdem immer noch eine Poser-Szene, aber das passt ja, also dieses Harte, dieses Kernige, das passt durchaus zu diesem Aquaman. Ich weiß nicht, Stu, wie hast du das denn in Erinnerung von dem Whedon-Cut? Obwohl ich den Whedon-Cut erst vor einer Woche gesehen habe,
hat sich. Das ist halt so ein typischer Trailer-Shot. Ja, ja, ja. Also Aquaman, muss ich sagen, fand ich eher uninteressant, also sowieso, also in beiden Schnittfassungen. Ich war nur irgendwie verwundert, wie viel der Mann säuft. Also ja, das, das ist so unnötig, weißt schon, es kommt halt null rüber, es war halt einfach so, ja, eine coole Socke trinkt halt aus der Flasche ja, Whisky. Ja, und ich muss auch sagen, also ein Kritikpunkt, den ich beim Whedon-Cut habe, den ich jetzt auch bei dem Cut habe, ist halt, wie er teilweise seine Figuren einführt, weil dann siehst du das erste Mal Aquaman, ist nicht so, dass er dann irgendwie richtig cool aus dem Wasser kommt oder so, nee, du siehst ihn einfach mal so wahllos in der Menge rumstehen. Ja. Und ne, aber es ist so kleine Makel. Ich mag hier den Aquaman Solo-Film sehr gerne. Ich auch. Ja. Ich fand es auch total interessant, die stilistische Kluft zwischen dem Solo-Film und seinem Auftritt jetzt hier in diesem Snyder Cut. Das sind ja wirklich Welten dazwischen. Nichtsdestotrotz, ja, also ich gebe dir recht, bei Wonder Woman, die ist hier auch interessanter, aber bleibt für mich echt die uninteressanteste Figur, weil so Flawless Characters sind einfach langweilig, finde ich. Und Aquaman, da finde ich, hätten sie schon vielleicht ein bisschen mehr reißen können, aber nichtsdestotrotz war ich mit den Figuren als Gesamtes schon zufriedener als in einem Whedon-Cut. Aber ich finde den so drüber so ein Poser. Also ich meine, wie gesagt, da geht es echt mehr um den Schauspieler, finde ich, als um den Charakter. Ja, ja. Und außerdem finde ich es komisch, wieso der sich immer, keine Ahnung, das T-Shirt aussieht, nur dass man seine geilen Body sieht und seine Hose ja, nicht. Also halt nicht, dass ich jetzt Karl Drogos Pimmel sehen wollte oder so, aber es ist einfach unrealistisch, außer dass er halt seinen geilen Body und seine geilen Tattoos zeigen kann. Braucht er sich Spoiler, sein T-Shirt nicht ausziehen. Sein Pimmel hast du auch nicht gesehen am Game of Thrones Set. Er soll eine rosa Socke getragen haben. Okay. Naja, wie gesagt. Der ist, ich mag den Momoa ja, irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Aber hier bei Wonder Woman, das finde ich interessant, du, weil ich finde, die hatten eine eigentlich ganz nette Arc in dem Whedon-Cut. Ja, aber sie bleibt halt einfach dieses flawless Ding. Und also was ich zum Beispiel schön fand, war ihre erste Action-Sequenz, wo man auch gemerkt hat, das R-Rating hat sich da ausgezahlt, wirklich. Aber auch zwei Blutspritzen an der Aber auch da, nee, war ja auch noch ganz anders inszeniert. Aber weißt du, dann, okay, es passt zu Wonder Woman, dass sie nach dieser Geschehnisse zu diesem Mädchen sagt, du kannst alles werden, was du willst, aber das ist mir dann, wie gesagt, zu. Nee, drüber. Das meine ich gar nicht mal. Nein, ich weiß, aber ich wollte nur allgemein nochmal klarstellen, warum ich mit Wonder Woman auch in diesem Cut nicht so viel anfangen kann. Und das liegt nicht daran, auch manchmal hat die so Lines gehabt, die klangen sehr, sehr abgelesen. Also nichts gegen Gal Gadot, ich finde, die ist ja sehr charmant und ist bestimmt auch keine schlechte Schauspielerin, aber ich fand, in dem Film hat sie öfter mal, auch wo sie zum Beispiel dieses Battle von vor 1000 Jahren da beschreibt oder so, da fand ich ihr Voice-Over teilweise echt seltsam. Also ich meine, sie hat ja so einen kleinen Akzent und so, das passt schon, aber manchmal klingt das wirklich so abgelesen und das finde ich dann echt schwierig, auch wo sie dem kleinen Kind sagt, so, du kannst alles werden, was du sein willst. Also das fand ich teilweise schon auch ein bisschen dämlich. Aber man muss ja auch mal sagen, dass Wonder Woman ihre besten Momente in Zack Snyder-Filmen hat. Ne? Bei BVS ihr Auftritt am Ende, hier ihr Auftritt am Anfang. Und wenn ich mir dann halt eben Wonder Woman 2 anschaue, das ist ein No-Brainer, das kann ich vergessen. Und Wonder Woman 1 ist zwar gut, teilweise sehr gut, aber ihre besten Szenen hat sie bei Zack Snyder-Filmen, ne? Und das sieht man halt eben gerade hier bei der Eröffnungssequenz, die ist so richtig großartig in Szene gesetzt. Also die hat man teilweise zwar schon bei Josh Whedon gesehen oder größtenteils, hier wird dem Ganzen aber noch ein bisschen so die Krone aufgesetzt und ich habe es absolut gefeiert, ihren ersten Auftritt. Wobei ich den Umgang mit, also da wird man jetzt mich vielleicht schlagen, also dieses Wonder Woman Theme von Hans Zimmer, was ja hier dann auch von Junkie XL verwendet wird, das hat schon was, ja, ich mag auch diesen rockigen Einsatz. Ich muss aber sagen, dass Danny Elfman das irgendwie besser eingesetzt hat in dem Whedon Cut. Er hat das irgendwie mehr in seine Komposition eingearbeitet und bei Junkie XL hast du das Gefühl, dass er halt einfach das E-Cello von Hans Zimmer mal eben wieder rausgeholt hat. Das ist halt einfach so drüber über die Szene, aber das ist generell auch mein Problem mit Junkie XL in diesem Film. Ich finde manche Szenen so unglaublich plakativ,
vom Soundtrack her, also schon als Beispiel, wie diese Szene da in London aufgebaut wird, da siehst du einfach nur diesen Michael Ellerton aus Game of Thrones einfach nur einen Koffer durch die Gegend tragen und das ist bald untermalt, als wäre das schon eine Action-Szene. Ja, also, das war schon teilweise echt viel. Das ist so drüber, oder auch nur, wenn die Justice League irgendwie, mein Gott, die gehen irgendwie in einem Treppenhaus eine Treppe hoch. Das und sind da zwei Sekunden. Also das ist so, ah. Mir ist eine, also ich fand das, manchmal fand ich es auch ein bisschen drüber, aber sonst habe ich da jetzt gar nicht so Probleme gehabt. Ich fand es nur, weil eben weil du das angesprochen hast, wie dieses Wonder Woman Theme, also diesen rockigeren Song, den finde ich auch ganz cool. Was sie hier halt öfter haben, diese komischen Chöre da. Also nicht sakralen Chöre, ja, sondern eher so ein bisschen so. Ja, Gladiator lässt grüßen. Genau, sowas in die Richtung. Und das kann man ja auch mögen oder nicht mögen. Ich bin jetzt da nicht der größte Fan, aber ich fand es am Schluss einmal total mies eingesetzt. Das war auch wie so schlecht zusammengesampelt, weil die da alle kämpfen und dann hat Wonder Woman eine echt kurze Szene und nur so, okay, Wonder Woman kommt, wir brauchen wieder dieses Thema. Und dann kommt irgendwie sie so reingeflogen, hat den Mund offen und dann kommt dieser sakrale Chor und es sah so ein bisschen so aus, als würde sie so singend auf Steppen Wolf zufliegen. Das war so ein bisschen prall. Also da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Genau. Also wie gesagt, da dieses Thema wiederverwenden und so in allen Ehren, aber das klang echt wie so ein bisschen für uns das Sampler da so teilweise. Aber ja, da kann ich mich eigentlich wenig beschweren. Ist ja irgendwie der längste Soundtrack ever, soweit ich weiß, ne? Das, also, ich habe mich auch wirklich an so vielen Stellen gefragt, gibt es eigentlich mal eine einzige Minute, wo wir keinen Junkie XL oder irgendeinen Song hören? Also der Film ist overscored, wirklich. Das ist mir einfach zu viel. Genau, in dieser Flash-Zeitlupensequenz kommt ja auch noch so ein gefühlvoller Popsong, sage ich jetzt mal. Dann halt eben, wo Aquaman da mit seiner Whiskyflasche rumläuft. Das funktioniert gar nicht. Eben, und das sind halt so viele. Ich erinnere mich noch, das erinnert mich so ein bisschen an, sagen wir mal, bei Watchmen zum Beispiel, diese Halleluja-Szene oder so. Das war auch seltsam irgendwie und es sticht so ein bisschen heraus. Ausgerechnet Halleluja erwähnst du jetzt hier. Da stolpert man drüber, aber es ist trotzdem irgendwie, das bleibt halt hängen. Und hier jetzt zum Beispiel weiß ich noch, dass es mich eher gestört hat, aber ich fand es jetzt nicht cool oder ich fand es jetzt auch nicht durch einen interessanten Bruch interessant oder so. Mich hat es einfach nur genervt. Aber ich fand jetzt diese Halleluja-Szene kam mir als erstes in den Kopf, wo ich denke, dass da so ein ungewöhnlicher Pop, sage ich jetzt mal Popsong, aber da so eingesetzt wird irgendwie. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, weil halt irgendwie echt von vielen der Soundtrack so lobend hervorgehoben wird und ich denke mir so, also gut, ich meine, ich kann generell nicht viel mit Junkie XL anfangen. Der kann in meinen Augen eigentlich nur Trailer-Musik schreiben und die hat eigentlich nur in Mad Max funktioniert. Aber hier war es wirklich so teilweise so penetrant und vor allem auch dann dieses neue Thema von ihm, was er ja irgendwie stolz auf YouTube mal vorgespielt hat. Das geht komplett in diesem ganzen Drummer-Brei unter. Also konnte ich nichts mit anfangen, wirklich gar nichts. Du achtest nicht auf sowas. Nein, ne? Und wisst ihr, was auch untergeht? Ich glaube, dieser Cast. Ich glaube, wir sollten jetzt mal zum Schlusspunkt kommen. Ihr könnt jetzt die Kinofassung von Justice League wäre jetzt zu Ende. Ja, mit Abspann. Beim Snyder Cut würdet ihr jetzt zum ersten Mal Batman sehen. Aber ihr Lieben, wir machen jetzt hier wirklich Schluss. Ja, du hast recht. Es war mir eine große Freude über diesen. Ich habe noch 2-3 Punkte. Du bist jetzt ganz ruhig. Ganz kurz, ich habe mir noch meine Screenshots aus. Wenn Darkseid kommt, müsst ihr auf jeden Fall mal, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, schönen Gruß auf jeden Fall, Hans-Werner Sinn googeln. Der ehemalige Chef vom IFO-Institut. Der sieht irgendwie ähnlich aus, nur ohne Metall, sondern mit Haaren. Egal. Außerdem ist euch aufgefallen, dass Lois Lane einen Schwangerschaftstest in ihrer Schublade hatte? Das fand ich ganz spannend. Genau. Und was wir noch vorher, ich sehe da gerade den letzten Screenshot, diese Szene, wo der Vater von Cyborg ihm erklärt, dass er mit den Finanzmärkten spielend umgehen kann und dann man diesen CGI-Bullen gegen den Bären kämpfen sieht, das fand ich total peinlich. Also irgendwie total komisch. Oh ja, das ist, was ich nur ganz kurz ansprechen muss, die Visualisierung, wenn Cyborg sich irgendwo reinhackt. Ja, das fand ich schon echt gleich peinlich, muss ich sagen. Ich habe hier nochmal den Screenshot gesehen. Das wollte ich noch erwähnen, aber jetzt bin ich auch fertig. Okay. Sorry. Ja. Okay, gut. Dann machen wir jetzt Deckel drupp und schicken den Snyder Cut jetzt mal wieder zum Schlafen. Es war mir eine große Freude, mit euch darüber zu reden. Es war mir
eine große Freude, dass ihr da draußen zugehört habt, ihr armen Irren. 2 Stunden. Ja, denkt dran, Telestammtisch gibt's bei Instagram, Twitter, Facebook und naja, wenn ihr diesen Podcast hier gehört habt, dann wisst ihr auch, wo ihr den Telestammtisch bekommen könnt. Ich sage vielen Dank nochmal. Dann darf der Dominik Adieu sagen, dann der Andi und natürlich das letzte Wort dieses Podcasts gebührt natürlich unserem hauseigenen DC-Experten, dem Werner. Also, tschüss. Wie war jetzt die Reihenfolge? Naja, ich sag tschüss. Habt Spaß mit dem Ding. Ich schaue ihn mir vielleicht nochmal bei Gelegenheit an. Ansonsten war eine sehr schöne Runde. Herzlichen Dank dafür. Ciao, ciao. Jupp, ebenfalls vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank dem Telestammtisch, dass wir hier die Möglichkeit hatten, das zu sehen vorab und zu besprechen. Und auf Wiedersehen. Auch ich sage danke an alle Beteiligten, euch Jungs, Zuhörer und natürlich den Telestammtisch. Und zum Abschluss sage ich nur, Restore the Snyderverse. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.